Donnerstagabend, 20 Uhr, 30 Minuten und 55 Sekunden. Hier ist wieder Königsdorf und Unterwössen. Hier ist die deutsche Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Achso, nee, gibt es immer noch nicht oder nicht mehr. Ihr müsst wieder mit uns Vorlieb nehmen. Heute Late Night Soaring, vierte Ausgabe. Ja, letzte Woche bei der Begrüßung habe ich leider Belgien vergessen. Ich erspare euch mein Ausländisch. Hallo Bert. Ein spezielles Hallo auch an Olli Springer, der nämlich hat sich beschwert, weil er gesagt hat, er ist nämlich der nördlichste Zuschauer. Hallo Olli. Gut, dann ein kleiner Hinweis vorneweg wieder auf unseren kleinen Klingelbeutel für unsere Jugendförderung. Ihr wisst ja, es gibt Zuschüsse von den Königsdorfern an ihre Jugend für Wettbewerbsteilnahme und an F-Schlepps, weil sich leider unser langjähriger Sponsor DMG zurückgezogen hat, leben wir momentan vom Eingemachten. Wir haben eine neue PayPal-Adresse, die ist unter dem Video eingeblendet. Und letzte Woche hatte ich das hehre Ziel ausgegeben, 1 € pro Zuschauer. Gab zwar relativ hohe Spenden, es hat leider nicht ganz gelangt, aber man soll ja nicht aufgeben. Gut, so, jetzt genug der Vorrede. Wir haben einen straffen Zeitplan. Also sagen wir mal so, wir haben jetzt mal einen Zeitplan, nachdem wir ja letzte Woche ziemlich überzogen haben. Also nicht ganz so weit wie Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Aber wir haben mal einen Zeitplan. Wir hoffen, ihn einzuhalten. Gut, daher gleich in medias res. Heute mit dabei für euch aus Unterwössen. The one and only Jan Lischzewek. Hi. Aus Königsdorf. Mr. Flugfieber.com, Benny Bachmeier. Hallo, schönen guten Abend. Und heute am Keyboard und an den Drums aus Eigen, Simon Lämmerer. Hallo. Ja, Simon, super, dass du dabei bist. Freut mich super, vor allem, wie wir in unserem Vorgespräch vorgestern festgestellt haben, dadurch, dass du genau auf der anderen Seite des heutigen Themengebietes fliegst, sind da ganz spannende Geschichten für uns beide zu erwarten, was wir dann nachher bei unserem Stammtisch, ich hoffe, ihr habt alle Bier, ich hab's, Prost, besprechen können. Gut, dazu aber später mehr. Der Simon hat ja auch noch was ganz was Spezielles, der wird euch dann nachher auch erzählen. Alles ganz, ganz spannend heute. Gut, und bevor wir jetzt zu unserem Special Guest des ersten Teils kommen, wir haben ja ganz groß ein Überraschungsthema angekündigt. Und da haben sich heute sozusagen die Ereignisse überschlagen. Das eigentliche gedachte Überraschungsthema haben wir nochmal verschieben müssen. Da gibt es noch ein paar Abstimmungsprobleme. Aber es wird eine ähnliche Veranstaltung fürs Flachland geben, die auch bei uns auf dem Kanal laufen wird. Da geht es, ja, ich sage jetzt mal, Berliner Luftraum, Fläming, Welle Erzgebirge, Thüringer Wald, Altvatergebirge, E-Glide und ganz spannende Themen, die jetzt eben nicht speziell alpenspezifisch sind, aber damit eben das Ganze zum Schluss vielleicht so eine Sammlung wird, wo man einfach dann immer mal nachschauen kann, wo gibt es was, wird es auch bei uns auf dem Kanal laufen. Sobald da mal das spruchreif ist, werden wir euch informieren. Gut, dann kommen wir zu unserem Top-Gast heute und da begrüße ich den einzigen Nicht-Bernd von Top Meteo und damit ist klar, wer da ist. Hallo Jon. Ja, hallo Matthias, grüß dich. Ja, freut mich, dass du dabei bist, uns ein bisschen was über das Wetter zu erzählen. Mein Wetter brauchen wir alle und du hast uns ganz spannende Geschichten zu erzählen, wie ich weiß. Ja, also ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Bevor ich aber anfange, erstmal noch vielen Dank für das Format, was ihr hier geschaffen habt. Das finden wir total super bei Top Meteo. Nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Fliegerei. Wir machen das ja alle, um die Fliegerei auch voranzubringen und haben damit damals ja auch mit dem Wetter gestartet, weil wir unsere eigene Fliegerei voranbringen wollen. Ja, das funktioniert sehr gut. Was ich euch heute mitgebracht habe, das ist nochmal eine kleine Einführung in unsere App TopMetSat, weil wir haben festgestellt, Vorhersagen wunderbar.
je genauer, desto besser, je detaillierter, damit können wir planen. Aber wenn wir dann in der Luft sind, dann sieht das Wetter ja meist doch irgendwie etwas differenzierter aus. Und dazu haben wir dann bei uns, danke, wunderbar. Also, du willst uns sagen, dass es nicht so sein wird, wie es auf diesem Bild ist, ja? Ist das jetzt so die Idee, dass es anders sein wird? Sorry, der muss sein. Nein, natürlich muss der so sein, das ist ja klar. Nein, das ist ja auch richtig, genauso entsteht es. Und meistens haben wir noch irgendwie zu viel gelbe und zu viel rote Farbe übrig. Die machen wir dann irgendwann im August rein, damit ihr alle nochmal denkt, dass wir da fliegen müssen. Auch den habe ich schon mal gehört. Danke an Hermann Rosing. Also ich dachte immer, das sieht dann so aus, weil das malt mir ja, glaube ich, immer der Bernd gerne rein. Wenn es also gar nicht mehr geht, dann sind wir da unten immer im Weißen, wenn alle anderen fliegen können, speziell an den Bundesliga-Tagen. Ne? Ja, dann müsst ihr halt ins Auto steigen und losfahren, ab nach Bayreuth. Ja gut, also jetzt hier genug des Schnacks. Ja, genau. Was hast du für uns? Ja, ich wollte euch die App mal vorstellen. Wir haben gerade auch vor allen Dingen die Android-Version mal auf einen neuen technischen Stand gebracht. Die kann ich hier auch einblenden. Das haben wir auch schon probiert. Aber vielleicht erstmal noch ein bisschen zur Motivation. Im Flug Entscheidungen treffen, im Flug den Flug optimieren. Und wir haben seinerzeit mal angefangen in Namibia, so SMS, also den Bereich rund um Bitterwasser, Kiribati und Pokweni und ja jetzt auch Veronika, dann in Sektoren einzuteilen, damit man weiß, entwickeln sich da Gewitter, wird man vielleicht vom Rückweg abgeschnitten, gerade wenn man da bei Gobabis ist. Und damit fing das alles an. Per SMS haben wir dann so einen verschlüsselten Code rübergeschickt, machen wir auch heute noch, aber letzten Endes geht doch nichts über ein gescheites Satellitenbild, am besten dann auch im Flug. Und Satellitenbilder im Flug ist ja prinzipiell erstmal nichts Neues oder auch ein Radarbild, aber die Internetverbindung da oben ist ja nicht sonderlich gut. Und deswegen haben wir diese App geschrieben. Der Stefan, der übrigens auch kein Bernd ist bei Top Meteo, entwickelt hat mit einem guten Freund, der da sehr fit im Algorithmischen ist. Ja, und haben es dann geschafft mit diesen manchmal auch schwierigen Internetverbindungen. Und da wart ihr in den Alpen ja schon immer diejenigen, die Vorteile hatten. Aber die ganzen Flachlandflieger hatten das Thema Internet im Flugzeug. Haben wir gelöst bekommen. Ja, hier einfach mal ein Beispiel aus Namibia von der letzten Saison, also Ende 2019, wo der Bernd mit dem Reinhard Schramme die 230 km/h Schnittgeschwindigkeit auf den 2,5 Stunden geflogen ist in der Konvergenz. Eine wirklich tolle Leistung. Das ist auch ein bisschen näher beschrieben hier bei uns im Blog auf blog.tommetio.eu. Da könnt ihr das alles nachlesen. Auch auf dem Blog ein Flug, den ich gemacht habe. Da war ich 2019 unterwegs im Wandersegelflug hier in Jena gestartet. Und ich habe hier oben am Fichtelgebirge tatsächlich mal die App etwas weiter aufgezoomt und gesehen, dass im Donautal eine wunderbare Linie steht und habe mich dann auch beeilt, dorthin zu kommen. Und statt Jena Regensburg, wie ich so gedacht hatte, wurde das dann Jena Kloster Beuron südlich vom Klippeneck und dann Regensburg, weil man einfach mit ziemlich viel Speed da lang schießen kann. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn ich im Flug ins Wetter gucken kann und sehe, da bilden sich Linien, da ist irgendwo Energie drin, da kann ich loszirkeln und losdüsen. Ja, und dann gucke ich mal, während ihr hier mal so meine Konfiguration seht, wie ich unterwegs bin oder auch wir. Und, muss ich doch, glaube ich, hier stoppen, ne? Das mit dem Teilen. Genau. Also hier mein Handy, deswegen dauert das jetzt mit der Umschalterei. Mal die App in live.
So, hier frisch eingeblendet. Einfach mal spaßeshalber Deutschland Nord, der Ausschnitt sichtbar gemischt mit der Temperatur. Da sieht man durch die schönen bunten Farben viel hohe Wolken und dichte Wolken. Aber mir geht es jetzt um die Alpen und ich muss das jetzt leider auswählen, weil wir ja im Dunkeln sitzen um diese Uhrzeit. Und worauf es mir jetzt mal ankommt oder euch euren Fokus richten möchte, wir haben einen Cockpit-Modus, den ihr unten rechts findet. Da kann ich umschalten zwischen WLAN und Cockpit. Und beim Cockpit-Modus nimmt er sich kleinste Datenmengen und bastelt daraus ein Bild. Und zwar um den Standort herum startet er, sodass wir schon Bildinformationen haben, selbst wenn die Internetverbindung abbricht unterwegs. Also ihr seht, wie sich das so kreisförmig aufbaut. Und ich kann das jetzt nicht langsamer machen, weil dann, glaube ich, kriegen wir die Daten hier, diese Grafik nicht mehr übertragen. Aber man kann wirklich mit einer Edge-Verbindung, mit einer 2G-Verbindung, solange es sie noch gibt, Gott hat sie bald selig, auch gut die Daten ins Flugzeug übertragen. Ja, und für am Boden gibt es die WLAN-Verbindung. Da werden dann die Bilder flüssiger. Wir haben hier den Play-Knopf. Und dann spielt sich hier dann ein entsprechender Videofilm ab von den Satellitenbildern. Und den kann ich auch wieder anhalten. Unten links seht ihr den Knopf Load. Und wenn ich den klicke, dann blendet sich jetzt dann das Zoom drüber. Das geht dann jetzt nicht, aber das ist der Punkt. Ihr habt ja meine Konfiguration gerade gesehen. Das Handy klebt da oben am Cockpitrand, hat eigentlich immer Blick nach draußen. Das brauche ich auch fürs Audi Live, damit ich den anderen Flugverkehr sehen kann, der übers Flam hinausgeht. Was ja auch immer eine schöne Hilfe ist, zu sehen, wo ist noch jemand unterwegs. Deswegen ist die Datenverbindung für mich auch wichtig. Ja, und wenn ich unten den Load-Knopf aktiviert habe, dann kümmert sich das Handy automatisch und bei Android auch im Hintergrund darum, dass das aktuellste Satellitenbild geladen wird. Damit bin ich mal up to date und damit kann ich auch gleich mich wieder auf den Stand bringen, was die aktuelle Wettersituation ist. Ich hatte gesagt, wir hatten die Android-Version jetzt gerade überarbeitet. Das mit iOS wird noch etwas gehen. Also Apple ist da etwas restriktiver, was die Technologie angeht und auch etwas schwieriger in der Programmierung. Deswegen erstmal Android, aber damit kann man genauso gut fliegen wie auch mit iPhones. Ja, die spannenden Wettersituationen sind ja dann jetzt nicht hier bei uns gerade, sondern schon in Amerika. Da haben wir auch Bilder. Dann dürft ihr hier einfach schon mal ein paar schöne Kumulanten sehen. Da ist die PFD auch schon über 400, also da kann man auch schon schön fliegen. Florida hat ja eine frühe Saison, Februar, März. Dafür kann man im Sommer da eher schwitzen und nicht fliegen. Aber ja, das ist, wie die ganzen Sachen im Cockpit dargestellt sind. Ja, das ist robust, das ist gut zu bedienen, auch wenn es mal turbulent wird. Und ich finde es immer total spannend, meine Flüge damit zu optimieren. Ich habe leider nicht zu viele Screenshots, aber hier noch eine aus dem letzten Jahr, wo dann spät über der Schwäbischen Alb noch eine Konvergenz entstand mit Basissprung 400 Meter höher, also bis knapp, ich glaube 2,7 ging es dort hoch. Und da konnte man auch noch der Konvergenz folgen an der Kante vom Luftraum Zürich Richtung Schwarzwald und noch wieder zurück. Jetzt in dem Fall zurück nach Tannheim bei meinem Flug. Und das ist einfach toll, wenn man das sieht, dass man seine Flüge so strecken kann. Gut. Dann darf ich das hier wieder beenden. Ja, die Konfiguration hier nochmal und auch noch ein weiteres Bild. Diesmal von dem Bernie, wie er denn hier 1000 Kilometer nach Polen fliegt. Da
hängt natürlich auch das aktuellste Satellitenbild dran, damit einfach auch klar ist, wo kann ich denn hin, wo lege ich meine Wände optimal hin, kombiniert mit dem Blick nach draußen. Häufiger hängt dann noch feuchte Luft von einem Kaltfrontdurchgang dort und die sieht man dann und kann darauf reagieren und rechtzeitig umkehren und seine Flüge in die besseren Wetterräume legen. Ja, soweit zur optimalen Nutzung und zur Planung von Flügen. Das ist natürlich auch cool im Wettbewerb, wenn ich ART-Sektoren ausfliegen soll, indem ich einfach schon mal eine Idee kriege, taugt jetzt hier der erste Sektor, soll ich den ausfliegen oder sieht es am zweiten oder dritten Sektor jetzt schon besser aus? Also echt ein guter Fortschritt. Gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, nur wir verbessern es immer weiter und weiter. Also wo ich speziell, ich nutze die App ja auch, und was ich auch sehr spannend finde, ist ja immer der Regenradar, wenn es gerade so eine Gewitterlage ist, wo ziehen die, wie ziehen die Schauer? Wo ich ab und zu mal bei dem Visible in den Bergen Probleme habe, ist so ein bisschen, also die Wolken vom Hintergrund zu unterscheiden, gebe ich ganz offen zu. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Das ist ja auch wirklich ein sichtbares Bild. Also das, was der Satellit sieht oder was das menschliche Auge von dort oben gut gezoomt sehen würde. Und eine weiße Wolke vor dem weißen Schnee ist nicht so ganz einfach zu unterscheiden. Und die Kanäle, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Meteosat hat verschiedenste Kanäle, 12 an der Zahl, und nur die sichtbare oder der sichtbare Kanal ist wirklich hoch aufgelöst, sodass man Kumulanten gut erkennen kann. Die Höheninformationen, Kälte und so weiter, die wird über Infrarotsensoren hergeholt und die haben halt ein Viertel der Auflösung. Also die sind halt viel gröber und deswegen kann man die dann nicht sehr gut benutzen, um Vorder- und Hintergrund voneinander zu trennen. Ja, aber es gibt also keine Möglichkeit, das irgendwie mit irgendeinem Filter, dass man Schnee von Wolken unterscheidet. Nee, bei der Auflösung nicht. Wir haben Schade. da, ja, aber es ist ja so, dass eigentlich also dieses Jahr, aber es wird wohl erst nächstes Jahr werden, Meteosat oder EUMETSAT den nächste Generation Meteosat in den Orbit schießt, die dritte Generation. Und die wird eine höhere Auflösung haben. Und damit wird man wahrscheinlich auch die Kumulanten deutlich besser vom Schnee unterscheiden können. Das ist natürlich so ein Alpenthema. Im Flachland ist das überhaupt unproblematisch, wobei ich diese Woche sagen musste, oder letztes Wochenende, ich dachte, es ist alles wolkig, aber es war der Schnee, der da rumlag in ganz Deutschland. Und man konnte dann die Wälder erkennen. Ist dann eher selten. Ja, das ist ein Alpenproblem, vollkommen klar, weil wir halt dann bis in weit in den Sommer hinein da immer noch die Schneefelder haben, ne? Ja, genau. Und die ganz kleinen Bummerl, wie der Hermann Trimmel immer so schön sagt, ne, die sieht man dann sowieso nicht im Satellitenbild. Die kleinen Flusen, die Kondensen, da werden wir auch nie hinkommen, bin ich mir ganz sicher. Da müsste man dann eher Drohnenbefliegungen haben. Und, ja. Da gucken wir dann doch lieber durch unsere roten und orangen Brillen raus und sehen sie dann optisch. Gut. Ja. Vielleicht erwische ich dich jetzt auf dem falschen Fuß, weiß ich nicht genau. Ich habe was gehört. Ihr seid auch bei der Vorhersage irgendwie was dabei, ein Planungstool einzuführen. Genau, ja, wir sind, und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei uns in der Meteorologie. Wir arbeiten im Hintergrund, verfeinern, verbessern die Vorhersagen, aber rein optisch ändert sich ja nichts für euch als Benutzer. Und dann, tja, ist es natürlich cool, wenn wir mal wirklich was Neues haben. Ich habe da auch was mitgebracht, was jetzt bei uns auf dem Testsystem schon läuft und was auf alle Fälle vor der nächsten Flugsaison von uns kommt. Und da Ich kann glaube, ich ja das mal wirst hinschalten. du sehen, was da so im Testsystem bei euch ist. Ja. Ihr seht noch nichts, ne? Moment noch nicht. Ich muss erst wieder das Also Zoom wie dich. finden. Es ist natürlich Sind. schön, aber Na, ich hantiere hier mit so vielen Knöpfen und so vielen Zooms. Das ist ja nicht das so ist ganz wie von den einfach. Co-Piloten. Ich lasse immer den Co-Piloten alles bedienen, aber jetzt ist dein Bildschirm zu. Ja, siehst du, ich fliege Ventus, von daher habe ich keinen Co-Piloten. Ich muss das alles selber hinkriegen. Und ja, das ist eigentlich das, was wir haben. Also, hier seht ihr unser Planungstool.
Und das wird wahrscheinlich da ganz oben in der Leiste erreichbar sein, unter Flight Planning. Und ich habe jetzt mal rausgesucht, weil es ja dann doch jetzt schon fast Sommer wird, kann man so sagen. Nächste Woche Dienstag macht zumindest viel PFD in den Alpen. Bei der Schneelage bin ich dann doch ein bisschen skeptisch. So viel persönliche Einschätzung gebe ich jetzt mal mit. Aber wir haben. Pass auf, da gerade gleich eine Frage dazu. Geht es mit irgendwie Schnee oder Untergrund, geht es mit ein bei euch in die Berechnung? Ja, das geht mit ein. Aber das ist natürlich rein klimatologischer Ansatz, der in den Wettermodellen drinsteckt, die dann sagen, am Ende des Winters wird der Schnee weniger. Wie genau die aktuelle Schneelage da rein assimiliert werden kann, das ist, glaube ich, nicht sehr genau. Das führt Okay. ja auch häufig dazu, dass wir relativ wenig PFD jetzt am Alpenhauptkamm sagen, weil da im Modell halt auch viel Schnee ist. Und auch Gletscher, also Gletschereis. Und wir wissen ja auch, über dem Gletscher entsteht keine Thermik und über dem Schnee, aber wir haben dann doch die Bäume und die ersten grünen Flecken, die dann die Thermik in Gang bringen und sieht dann anders aus. Aber das ist halt eine Frage der Auflösung und das ist auch ein Thema, an dem wir gerade arbeiten, sodass wir da auch die Alpen besser prognostizieren können. Und ich glaube, Schnee ist ja eigentlich auch nicht das Thema, sondern bei den Alpen ist ja die Schwierigkeit, die Gewitter vorherzusagen und die Schauer. Und da sind wir immer etwas zu konservativ und sagen viel schneller Schauer, Regen, Gewitter voraus, als sie dann wirklich eintreffen. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, so ein Wettermodell macht quasi interne Temp-Analyse und da wird jetzt nicht ja, da sind Inversionen nicht so scharf, wie sie in der Natur wirklich vorkommen. Und dann steigt einfach das Luftpaket in so einer Modellatmosphäre einfach nach oben, während es bei uns in der Natur, das kennen wir alle als Segelflieger, 2, 3 Stunden braucht, um die Inversionen anzufressen, bis dann wirklich mal das erste Thermikpaket ungebremst hochschießt und alles mit sich saugt und dann die Gewitter entstehen. Und die Thematik ist etwas schwieriger zu modellieren und in den Griff zu bekommen. Da haben wir auch schöne Ideen, aber wir sind ein kleines Team. Irgendwann werden wir es umsetzen, aber noch nicht alles sofort. Ja, hier habe ich mal unsere PFD über die Hintergrundkarte gelegt. Wir haben die wichtigsten Lufträume eingezeichnet. Wir haben rechts einen großen Transparenzschieber, der kann dann die Informationen klarer oder weniger klar machen. Wir haben eine tolle Hintergrundkarte gewählt, wie hier für das Flachland, wo die Wälder alle zu sehen sind. Und wir sind ja in den Alpen. Wir haben auch eine feinere Topografie, damit auch der Simon sich in solchen Karten zu Hause fühlt. Der Simon, die magst du. Das haben wir dann schon vorgestern rausgefunden. Und ja, damit kann man eigentlich hergehen und sagen, jetzt weiß ich ja endlich, wie ich meinen Flug planen soll. Jetzt sehe ich ja mal viel mehr Hintergrundinformationen als in den Karten, die wir bisher bei Top Meteo gezeigt haben. Und oben drüber oder zusätzlich haben wir dann auch noch ein Planungstool dazu getan. Ich mache einfach mal hier einen Flug, nächsten Dienstag von Bagger Ragaz. Ups. Nee, muss man richtig aktivieren. Hinten. Hinterrein. Bin noch nicht so geübt da drin. Und ja, kann das verschieben. Krieg dann auch Sektoren. Hier kann ich ja auch sagen, wenn ich später wiederkomme, kann ich ja auch noch ein bisschen Richtung Zürich rausfliegen und meine FAI-Sektoren planen. Rechts oben dann auch ein Export für eine CUP-Datei, dass man die auch gleich hochladen kann in die Rechner, die dann eigentlich auch die gängigen Formate verstehen. Ja, wir haben verschiedenste Karten dahinter. Hier jetzt, wie gesagt, die PFD. Wir haben aber auch die Thermikkarte. Und
kriegt man schon fast feuchte Augen, wenn man da 3.500 Meter Basis sieht im Engadin. Aber es ist alles blau, ich habe schon mal geschaut vorhin. Und es ist natürlich alles noch sehr verschneit. Ja, aber wenn wir haben schon richtig viel Lust wieder aufs Fliegen bekommen und der Bernd hat auch schon die erste Platzrunde mal gedreht, um zu gucken, ob der Motor läuft. Ja, also die Flugsaison kann ja jetzt eigentlich kommen. Haben ja auch lang genug da gesessen und was anderes gemacht. Ja, das wird die Neuerung sein. Vorerst der Dreiecksplanung oder auch alles andere. Für dich, Matthias, kannst du auch Vierecke planen. Es ist nett, nur für mich, ja? Ja, nur für dich. Er muss halt 4 Punkte reinmalen. Und damit ist natürlich etwas klarer, wie man den Flug anlegt. Wir haben ja auch in einem Interview mit Bernd bei uns auf dem Blog mal beschrieben, wie man oder wie er denn die Flüge plant. Und da ist auch ganz klar die Wolkenverteilung ein Punkt. Die großen Flüge oben im Berliner Raum, die finden häufig hinter einer Kaltfront statt. Und da ist dann die PfD östlich von Berlin nicht so hoch, weil die Front ja auch erst gegen Mittag, am frühen Nachmittag die Oder überquert oder späten Vormittag und Polen erst später aufgeht. Deswegen kann man nicht immer nur nach der PfD planen, sondern man muss sich auch das etwas detaillierter angucken, wann sich wo das Wetter wie entwickelt. Und da ist einfach so unser Geheimtipp, guckt da in die Wolkenverteilung. Die ist halt hier leider, weil es noch so früh im Jahr ist, mit wenig Kumulanten, also gar nicht eigentlich, alles blau. Aber das ist der Trick, um wirklich die großen Flüge zu planen. Ja, und ich glaube, damit, das haben wir mal wieder auch für uns gebaut, weil wir natürlich auch viel lieber, viel besser planen wollen und sind auch immer ganz stolz, das auch allen von euch zur Verfügung zu stellen über unsere Plattform, damit es einfach auch weitergeht, weiter hinaus bei uns in unserem schönen Sport. Ja, wunderbar. Weil du gerade gesagt hast, dass es bald losgeht, eine Information, die ich so aus sicherer Quelle habe, die DMST oder der DMST-Start ist zumindest mal verschoben bis zum 1.4. Nicht sehr überraschend, aber so ist es. Dann kam hier im Chat eine Frage, Jon. Ich muss sie ein bisschen umformulieren, weil wir ja keine direkten. Es gibt ja Mitbewerber. Was unterscheidet euch? Was könnt ihr besonders gut? Was könnt ihr besser als andere? Also bei uns ist ja so, wir sind alles Meteorologen. Wir haben das studiert. Also der Bernd Goretzky, der Bernd Fischer und ich sind Meteorologen und der Stefan ist auch Segelflieger, von daher kennen wir das Metier. Und es geht ja bei uns auch nicht nur um die Segelfliegerei, auch um die Motorfliegerei. Auch dort sind wir aktiv. Und wir haben einfach neben, ich sag mal, meteorologischen Studium auch ein entsprechendes atmosphärisches Verständnis, was wir umsetzen. Und bei uns ist es nicht so einfach ein Wettermodell und daraus rechnen wir jetzt eine PfD, sondern bei uns läuft eine ganze Kette von Wettermodellen bis hin zur eigenen Thermiksimulation, die wir eigentlich auch gleich zum Start hin hatten, weil das ist das Einzige, womit du wirklich in so einem flachen Modelltempo auch mal eine Inversion hereinbekommst, wo du siehst, ob es an der Inversion Ausbreitungen gibt, an dem du ja auch wirklich all diese Feinheiten erkennen kannst. Der Unterschied zwischen Blauthermik und ja, den Kondensen oder wie wir immer so schön sagen, der Zehntelachtel, also die ganz wenigen Wölkchen, die wir ja gerne anfliegen und die uns dann ja auch voranbringen, die aber im Wettermodell klassischerweise als Blauthermik landen. Ja, und unsere ganze Erfahrung, der Bernd überprüft die Vorhersagen immer und ich habe jetzt auch schon mehrere Flüge mitgemacht. Es ist Also einfach was? wichtig, dass man ein Gespür für die Atmosphäre bekommt und für das, was man da rechnet. Also was ich so den Eindruck habe, ich glaube, da, wo Bernd fliegt, da klappt es super, weil er da diese Schräubchen, sage ich mal, weiß, wo er zu drehen hat, egal ob das jetzt bei sich zu Hause ist oder in Namibia. Insofern freut es mich ungemein, dass du jetzt auch in den Alpen fliegen wirst, weil Bernd habe ich ja, glaube ich, seit 10 Jahren zu mir eingeladen, dass er mal hier bei mir im Gästezimmer von mir ist die ganze Saison übernachtet
damit es bei den Alten vielleicht ein bisschen besser wird. Deswegen finde ich das super. Gibt noch eine Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert aus dem Chat. Wie schaut es mit Wellenvorhersagen aus? Es gibt ja auch einen Mitbewerber, nee, es gibt zwei Mitbewerber, die mehr oder weniger gute Wellenvorhersagen machen. Genau. Ja, ich mag vielleicht nochmal schnell einen Satz noch zu den Alpen loswerden, Matthias. Wenn die Alpen einfach vorherzusagen wären, dann hätten wir auch schon eine Vorhersage. Es ist einfach nicht einfach. Also im Wettermodell könnt ihr euch vorstellen, da sind die Alpen, es ist immer flach und daneben ist eine Säule, die ist auch flach, nur ein Stück höher. Es gibt keine Hänge im Wettermodell. Und das ist halt die Thematik. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, die Inversion richtig zu modellieren. Das funktioniert. Die Innsbrucker haben das mal untersucht ab 2 Kilometer Auflösung. Und 2 Kilometer Auflösung ist natürlich schon ein echtes Pfund. Da muss man schon richtig Rechenleistung einkaufen, um ein Wettermodell in 2 Kilometer Auflösung zu betreiben. Und dann holt man sich noch ganz viel numerischen Krimskrams da rein, der mit der Realität nicht viel zu tun hat. Also es ist eine große Sache und wir haben dafür jetzt einen Ansatz gefunden, wie wir das machen werden. Und den testen wir jetzt aus. Und muss halt erstmal getestet werden, bevor wir da auch wirklich die Vorhersagen so rausgeben. Ja, was die Wellenvorhersagen angeht, sind wir auch einen Schritt weiter und werden dazu jetzt auch wahrscheinlich dann im nächsten Talk, wenn ich nochmal eingeladen werde, was sagen können. Oder vielleicht hat auch der Bernd dafür mal Zeit. Also das heißt, also, nächste Woche laden wir dich nochmal ein und dann sind wir soweit? Nächste Woche hast du ja schon verplant. Ah, ich weiß nicht. Da sind auch die Österreicher dran, also von daher. Nein, Spaß beiseite. Ja, genau. Also da kommt es kommt noch eine Frage hier aus dem Chat. Gibt es einen Zeitplan und einen Basishöhenverlauf, in Klammern, so wie bei einem Mitbewerber des Deutschen Wetterdienstes, ohne den Namen Toptask in den Mund nehmen zu wollen? Du findest das in der Ortsvorhersage für einen Ort, ja. Wir fahren ja einen etwas anderen Ansatz. Wir berechnen das Wetter an jedem Wetterpunkt im Wettermodell und machen nicht Regionenvorhersagen. Deswegen müssen wir da auch jede Menge Daten vorhalten oder müssten. Auch da ist jetzt was im Gange. Ja, aber glaube, da wir einfach, wir arbeiten halt auch nur so viel, wie wir können und das braucht dann immer seine Zeit, bis es so reif ist und so sicher läuft, dass man das auch ausgeben kann. Ja, ich glaube, die Frage war auf diese Aufgabenplanung bezogen. Also glaube ich nicht, dass wir, also ist im Moment noch nicht in Planung, sondern Aufgabenoptimierung, ich habe 3 Stunden Zeit, wann soll ich losfliegen? Ja. Dann können wir. Das kann man natürlich machen und der gewinnt, hat es irgendwie anders gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, gut, das ist ja in der Theorie und Praxis sind immer 2 verschiedene Sachen, ne? Genau, ja. Also es ist eine schöne Spielerei, mathematisch ist eine schöne Optimierungsrechnung, kann man alles machen, aber ich glaube, wir haben alle unseren Spaß daran, selber auch noch ein bisschen zu denken und zu pokern. Und, ja. Im Wettbewerb geht es ja gar nicht ums Wetter. Da geht es ja immer um die anderen, die mitfliegen. Genau. Das Wetter ist egal. Wenn man gemeinsam auf dem Acker sitzt, macht es auch noch Spaß. Genau. So, pass auf, ich gucke noch mal gerade hier ins Handy. Ich wurde ja mal gerügt, dass ich langweilig immer ins Handy schaue. Aber für die Erklärung, das ist ja unsere Kommunikation untereinander. Da werden uns so die Fragen zugespielt im Chat, weil wir können natürlich nicht immer alles durchlesen. Aber ich sehe hier, Michi hat mir nichts mehr zugestellt. Deswegen glaube ich. Wenn ich kurz was zwischenfragen darf, beziehungsweise ich den Jan auch was fragen wollte. Ich selber benutze auch euer Produkt und bin auch relativ überzeugt davon, wie auch viele andere wahrscheinlich auch ganz viele andere Produkte parallel auch verwenden. Mir ist eine ganz große Schwäche in eurem Produkt aufgefallen in den letzten Jahren. Und zwar haben wir oft das Phänomen, das jetzt auch immer öfter wird, dass wir oft wirklich Sand aus Afrika in unserer Atmosphäre haben und vor allem auch in den Alpen. Und da haut sie immer richtig, richtig, richtig daneben.
Ich wollte fragen, ist das für euch Meteorologen ein Thema für solche Wettervorhersagen oder ist das eigentlich überhaupt noch nicht von euch bedacht für eure Wettermodelle? Also das ist so, dass das, wenn du Sand mit modellieren willst, du musst ja noch eine andere Größe mit transportieren. Die ist physikalisch in der Atmosphäre erstmal nicht vorgesehen. Mhm. Also da werden ja Navier-Stokes-Gleichungen gelöst, für die, die so ein bisschen Physik bewandert sind. Und da geht es um die Windkomponenten und die Feuchtigkeit im Wesentlichen, Druck und Temperatur. Und da ist kein Sand drin. Also man müsste tatsächlich ein Chemiemodell noch dran koppeln, um solche Transportprozesse mit dazuzunehmen. Und das wird gemacht, das wurde ja zum Beispiel gemacht bei den Aschevorhersagen damals, als der Eyjafjallajökull oder wie er immer hieß, ausgebrochen ist über Island und über diese Omega-Lage auch alles schön nach Mitteleuropa transportiert wurde. Ja, das waren aber Experten aus der Chemietransportmodellierung, die das dann eingebunden haben in die Wettermodelle und das dann experimentell haben laufen lassen. Okay. Also im Klassischen ist das nicht drin. Okay, du kannst also aber diese Ausbrüche wunderbar sehen in den Satellitenbildern, wenn du dann mal so ein Europa-Satellitenbild aufmachst. Genau, oder dieses Chiron, da schauen wir auch immer rein, wenn sie das irgendwie ankündigt, wo dann wirklich den Duster sieht, wie sie der dann von Afrika dann Richtung Mitteleuropa immer schiebt. Ja. Ja. Gut. Ja, das ist echt ein schwieriges Thema. Es wird auch noch ein bisschen gehen, glaube ich. Ja, gut, wunderbar. Dann sage ich vielen recht herzlichen Dank, Jon. Also mit meiner Aussage vorhin mit den zwei, der einzige Nicht-Bern, stimmt, ich hatte Stefan. Habe ich zu Bernd dazu gezählt, ist es die Familie Bernd. Ja, ja. Und Entschuldigung, Stefan, tut mir leid, wenn ich dich da unterschlagen habe. Der andere Bernd, der Herr Fischer, der liest ja auch mit, der hat auch ein paar Fragen beantwortet im Chat. Vielen Dank hierfür. Und das Schönste an der Geschichte ist, dass er mich ausnahmsweise mal bei so einer Sache nicht in die Pfanne hauen kann, weil er keine Chance hat, sich einzuklinken. Prost, Bernd. Gut, Jon. Wunderbar. War super interessant. Ich hoffe nicht nur für mich. Und ja, wir kommen dann zum zweiten Teil. Wir sind sensationell im Zeitplan. Also 2 Minuten haben wir überzogen. Hervorragend. Ja, und wie ich es vorhin ja angekündigt habe, heute am Keyboard wird Simon sein. Und deswegen übergebe ich das Wort gleich mal an den Simon. Hallo. Danke, Matthias. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Ja, ich starte jetzt einmal. Ich hoffe, wir werden das wahrscheinlich ganz gut gemeinsam jetzt durchkriegen. Wir haben uns entschieden, eben dieses Gebiet zwischen Wilder Kaiser und ungefähr Grimming uns genauer anzusehen. Wie der Matthias das schon richtig gesagt hat, ist es sehr spannend, eben weil wir eigentlich von 2 unterschiedlichen Richtungen kommen. Ihr Deutschen kommt eben vom Westen und ich starte eigentlich direkt am östlichen Ende des Gebiets immer wieder. Da ergeben sich natürlich ganz verschiedene Flugrouten, eben auch durch Einstrahlung und so weiter. Und die würden wir heute gerne mal mit euch ein bisschen durchgehen. Anfangen tun wir mit den Lufträumen, glaube ich, oder? Haben wir ausgemacht. So ist es. So ist es, ja. Und wir fangen auch gleich im Westen an, so wie besprochen, dort, wo ihr ja das letzte Mal auch aufgehört habt, beziehungsweise wollten wir zuerst den Flug aufspielen, Danny, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Entschuldigung, ich war jetzt gerade im Chat mit Michi, sorry, was war die Frage? Benni, wollten wir zuerst den Flug abspielen oder bin ich da jetzt? Wir machen mit der Karte erst. Machen wir zuerst die Karte, die Lufträume und dann irgendwann den Flug, oder? Genau. Gut. Sag du einfach dann, wenn es soweit ist, bitte. Ja, vom Westen kommend der erste Luftraum. Es sind eigentlich relativ wenige Lufträume, die jetzt irgendwie für uns Thema sind in dem Gebiet. Ganz im Westen natürlich mit Innsbruck und dieser DMZ, die dort noch ein bisschen raussteht, die 3355 MSL anfängt,
die aber meistens auch nicht wirklich viel Thema ist. Rund um Innsbruck sollte man sich, wie wir eh gehört haben vor 2 Wochen, sowieso immer melden und dort droht auch kein Unheil, sondern die sind sehr freundlich, wie wir mitgekriegt haben, und es ist auch nie wirklich ein großes Problem. Ja, wichtig ist ja vor allem die Stufe, dann noch eins weiter nach Westen, wo ja der Luftraum nur noch 9500 Fuß dann hoch ist. Ne? Ja. Oftmals die Falle, in die viele Leute da treten. Und dann am Kaiser selber die 3300 ungefähr, also 11.000 Fuß, die sind ja dann wieder relativ unproblematisch, weil die Basis dort eh selten höher als das. Genau. Was aber wirklich Thema ist und wo ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, durch das, dass ich ja vom Heeresflugplatz fliege und das auch immer wieder mitbekomme, ist das Gefahrengebiet in Hochfilzen. Und dieses Gefahrengebiet ist wirklich auch verschärft worden im letzten Jahr. Und dort passieren immer wieder Luftraumverletzungen, die natürlich unschön sind und die man eigentlich auch vermeiden kann. Man kann die Aktivität dieses Gefahrengebietes eigentlich immer ganz einfach über die bekannten Portale auch immer abrufen, wie zum Beispiel Homebriefing. Ja, man sieht das immer und man bekommt die Informationen natürlich auch in Innsbruck oder auf Info, wo auch immer. Ja. Ich zum Beispiel frage immer bei unserem Militärflughafen vor dem Start nach, ob da sowas aktiviert ist. Also das funktioniert ganz gut. Es ist relativ hoch, es geht bis Flight Level 145, was natürlich gerade bei Thermik oder Föhntagen ein Thema ist und das eigentlich eine ziemliche Barriere da in den Weg stellt. Ja. Eine kleine Ergänzung von mir, weil wir da in der Nähe sitzen. Neu bei Hochfilzen ist ja, dass es sowohl Gefahrengebiet wie auch restricted sein kann. Je nachdem, was die brauchen. Dringende Bitte an alle, bitte, bitte fliegt nicht rein, auch wenn es nur Gefahrengebiet ist an dem Tag. Also wenn es aktiv ist, meidet es. Zwei kleine Tipps noch. Die Obergrenze, die Simon erwähnt hat, das ist die maximale Obergrenze. Es kommt aber vor, dass es nicht bis an seine maximale Obergrenze aktiv ist. Manchmal ist es nur bis 7500 Fuß aktiv und dann überfliegbar. Steht in den NOTAMs bzw. im Airspace Use Plan drin. Und zweiter Tipp, es kommt vor, insbesondere freitags nachmittags, dass das Militär früher Feierabend macht als im NOTAM veröffentlicht. Das heißt, am späten Nachmittag lohnt es sich sehr, bei Wien Information 124,4 nachzufragen. Manchmal hat man Glück und es ist früher Feierabend und man kann dann doch schon durchfliegen. Ja, es ist nämlich auch witzig, weil da war immer sehr gute Hochsäule, der guter Bord steht. Ja. Genau, so wie ein Info, auch Innsbruck Radar, wenn man da gerade eh drauf ist, aus anderen Gründen, die können einem das sagen. Und auch St. Johann Flugplatz, der ja direkt ein Stückchen westlich davon liegt, die wissen meistens auch Bescheid. Genau. Oder der Guido Achleiter weiß einmal Bescheid in der Föhngruppe. Genau, wir geben die Telefonnummer gleich noch unten. Ich wollte sagen, wir schreiben sie gerade mal auf und dann Guido freut sich. Ja, genau, Guido weiß da immer ganz genau Bescheid. Zweiter wichtiger Luftraum eigentlich, und eigentlich schon der letzte, den wir da jetzt besprechen, glaube ich, ist dieser Anflug, der Instrumentenanflug auf Salzburg, der ja vor ein paar Jahren noch mitten über den Rostbrand ging, wo da auch die Einflugschneise war auf Salzburg, das sie dann wirklich auch geändert haben auf Druck des Aeroclubs und des österreichischen Aeroclubs, was super war, weil dieser Anflug da über den Rostbrand war eine Katastrophe. Jetzt wurde es ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem noch doch ein bisschen störend. Vor allem diese TMA LOWS 9, das ist das letzte Stück da, die beginnt nämlich in 3050 Meter und wenn man da wirklich gut aufkurbelt am Hochkönig, kommt man da ohne Funken auch nicht durch. Es funktioniert auch das Durchtauchen nicht, also da mit Vollfahrt drunter zu fliegen, und die Salzburger sind sehr, sehr freundlich.
wenn man da früh genug beim Kurbeln reinruft, also ein Durchflug ist da eigentlich fast immer möglich. Vor allem in Zeiten von Corona, wo Flugplätze wie Salzburg zwei Starts und Landungen am Tag haben, dürfte das jetzt für heuer zumindest nicht so ein Problem sein. Und auch da wieder der Hinweis, wenn man zufällig gerade auf Wien-Info ist, aus anderen Gründen, was ja manchmal vor allem beim Föhnfliegen sein kann, dann kann man auch die fragen, weil die rufen dann telefonisch in Salzburg an und geben einen frei. Also das ist ganz entspannt, man muss sich nur darum kümmern, dass man irgendwie durchkommt. Okay. Und dann ist eigentlich mit den Lufträumen schon ziemlich fertig. Der einzige, der mir jetzt nur einfällt, ist unser Luftraum in Eigen, der aber eigentlich auch überhaupt kein Problem darstellt und da fliegt man eigentlich nicht hinein, außer man will in Eigen landen und starten. Ja. Und unsere Kontrollen in Eigen sind auch sehr freundlich, also die freuen sich über jeden, der reinruft, weil sie dann was zu tun kriegen. Gut, ja, ich schalte jetzt einmal um auf unsere andere Karte, die wir vorbereitet haben. Genau, noch gibt vielleicht der Hinweis, die generelle Obergrenze ansonsten ist Flugfläche 125. Also haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Da, wo jetzt nichts anderes war, da war es einfach Flugfläche 125. Das sind dann am meisten Tagen so um die 3800 Meter. Genau. Und auch der, vielleicht sollte man das auch noch herzeigen, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen, eben hier die CTA Glockner, die dann wirklich noch ein bisschen höher ist, also wie die normale FL125 vom Benny, wo man wirklich dann auch höher steigen darf. Ich persönlich hab erst einen Thermiktag gehabt, wo wirklich auch in dem Gebiet der niederen und hohen Tauern die Basis höher war wie 4.500 Meter. Und das war im Juni 2014. Also sonst habe ich es noch nie thermisch so hoch bei uns erlebt. Und auch weiter nördlich, die 125, die kratzt man auch selten an thermisch. Das ist eigentlich kein Problem, genau. Nee, genau, dann gehen wir weiter mit der anderen Karte. Genau, Flugplätze war das Erste. Eigentlich eh ziemlich klar da in dem Gebiet. Wir hatten hier natürlich ganz im Westen haben wir natürlich Kufstein, Unterwösten und St. Johann, ja. Also Kufstein direkt im Inntal. Das habt ihr, glaube ich, letzte Woche schon ganz gut besprochen. Auch diesen Flugplatz Brandenburg, den es da noch gibt, den habe ich jetzt nicht eingezeichnet. Aber wirklich für das Gebiet wichtig sind St. Johann auf jeden Fall, Zell am See. Ja, und dann geht es schon weiter bis Niederbayern und Eigen. Wobei man sagen muss, der Flughafen in Salzburg ist ja auch eingezeichnet. Und da muss man auch sagen, dort in Salzburg hat man jetzt schon so ein bisschen gehört von mehreren Quellen, da haben sie nicht sehr viel Freude mit Segelflieger. Wirklich. Es ist jetzt trotzdem eingezeichnet, weil ja, im Notfall natürlich wird man da sicher auch gehört, aber ja, da gibt es wirklich ein paar Geschichten und Stories von verschiedenen Quellen, die da jetzt nicht so gute Erfahrungen haben. Aber dazu kommen wir ein bisschen später, glaube ich, wenn wir uns das Gebiet genauer anschauen. Jemand noch irgendwas dazu? Den Jan haben wir vergessen, Unterwösten da. Was natürlich ein bisschen abseits ist der üblichen Rennstrecke und aber natürlich für den Einstieg da eigentlich ganz wichtig ist. Prinzipiell die Täler in diesem Gebiet sind ja sehr klar definiert und eigentlich ist ja das Salzachtal und das Ennstal gilt ja da eigentlich als Rennstrecke, ja. Den Bereich Pinzgau, wird in einer eigenen Session nochmal bearbeitet, wie ich gehört habe. Das einzige Klemmtal, das es da noch gibt, das ein sehr kleines Tal ist, aber das auch nicht sehr gesegnet ist mit guten Außenlandemöglichkeiten. Jan, ich glaube, da warst du mehr dazu. Ja, ich würde das Klemmtal einfach als unlandbar annehmen. Es sind da sicherlich schon Leute drin gelandet, aber in erster Näherung unlandbar. Weil wir hier gerade die Täler haben,
Sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, dass das lange Salzachtal auch ein unlandbares Stück hat. Und zwar von dem See, von Zell am See, nach Osten kommt gleich bis zu dem Knick. Das kommt in der nächsten, kommt im nächsten, nächsten Ding, unser Darf ich noch mal kurz reinhaken zum Thema Glemmtal und unlandbar? Also ich hatte mal das Vergnügen, einen Spatz im Glemmtal abzuholen. Und ich kann Jans Aussage nur unterstreichen. Also ja, für den Spatz ja. Und alles, was mit Baujahr nach 54 ist, eher nein. Okay. Ja, gute Außenlandebereiche sind wirklich da um Saalfelden herum. Da gibt es wirklich sehr viele gute Wiesen. Da bin ich zwar selber noch nie ausgelandet, aber haben wir schon wirklich fast außen gelandet, aber es sind wirklich gute Außenlandebereiche da überall um Saalfelden herum. Wir haben jetzt direkt keine wirklich expliziten Wiesen da erinnern in unserer Präsentation, weil es eben auch ja, in dem Bereich nicht sehr viele Probleme gibt mit den Außenlandewiesen. Außer eben in diesem Bereich zwischen Zell am See und St. Johann in Bongau, das gilt hier, das Gebiet ist wirklich unlandbar. Also da gibt es ein paar so Almwiesen, die ganz kurz sind. Ein Skilift gibt es dort, wo man bergauf landen könnte. Aber dieses Gebiet zwischen Zell am See und St. Johann in Bongau ist wirklich kacke. Also da gibt es kein Landen. Also das ist wirklich entweder sich in St. Johann tanken, ja, das ist natürlich auch, da gibt es einige gute Angriffspunkte, wo man wieder wegkommt gut oder auch versuchen, in Zell am See hoch sein, aber da im Hangniveau herumzuturnen, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, auf jeden Fall. Gut, nächster Außenlandebereich ist die ganz berühmte 50-Schilling-Wiese, die, glaube ich, auch jeder von den Alpenfliegern, die da im Ostalpenraum fliegen, die auch alle irgendwie kennen. Und dieser Bereich, diese Wiese ist ja eigentlich weltbekannt, weil der Bauer dort wirklich kassiert. Also wenn man dort außen landet, sollte man Geld mithaben, weil da wirklich auch dann gleich, heute sind es glaube ich sogar schon 50 Euro einfach kassiert werden. Aber dafür ist der Bauer auch so, dass die Wiese auch immer gepflegt wird. Es wird auch nichts in den Weg gestellt und er ist auch immer sehr, also die Wiese ist eigentlich auch immer so, dass wenn dort Siloballen gemacht werden vom Bauer, die werden auch immer auf die Seite gestellt, weil er weiß, dass es einfach dort der einzige Bereich ist, wo man außen landen kann. Irgendwer von euch eine Anekdote zur Wiese? Also ich bin schon gelandet dort und wurde nicht abkassiert, weil er zufällig wahrscheinlich nicht da war. Ich habe ich habe versucht, ob ich jemanden ausfindig mache, aber dann war schon der Rückholer da. Ja, ich glaube, den Part, glaube ich, müssen wir jetzt dann rausschneiden, weil wenn der Bauer das hört, der kommt dann auf dich zu. Kommt er noch, genau. Weil er hat ja für immer sonst im Internet nachzugucken. Nein, jetzt habe ich mal schon den Zorn von zwei Menschen auf mich gezogen. Vom Guido und vom Bauern dort in St. Johann. ja, der David Richter-Drummer ist heuer außen gelandet dort beim Südföhn-Tag, was vielleicht auch ganz spannend ist, weil man die Wiese eben von normalerweise fliegt man sie von Süd nach Nord an, ja. Der David ist sie bis in Süd für einen Tag auch umgekehrt angeflogen, was natürlich auch sehr spannend ist, weil es, glaube ich, eine Leitung im Weg ist. Aber diese Wiese kann man auch von beiden Seiten anfliegen, ja. Ja. Gut. Nächste gute Außenlandemöglichkeit, also die für uns auch in Eigen und in Niederösterreich immer so zählt, ist in Radstadt. Und in Radstadt gibt es wirklich auch sehr viele Bereiche, die gut zum Landen sind. Und die klassische Wiese ist da wirklich neben Radstadt, neben dem Ort Radstadt, neben einem Sägewerk. Und tut das wirklich regelmäßig zum Außenlanden.
Da gibt es aber einige gute Möglichkeiten, vor allem am Abend wieder wegzukommen. Da bin ich voriges Jahr zum Beispiel mit drei anderen Segelflugzeugen ganz tief mit einem halben Meter wieder weggekommen an einem schwierigen Tag. Und da ist auch schon die Umkehrthermik dann oft am Abend Thema. Ja. Aber wie gesagt, die Wiese ist super zum Außenlanden. Die nächsten guten Wiesen kommen dann erst nach Schladming. In Schladming gibt es eine Wiese, die auch von den Paragleitern und Trockenfliegern verwendet wird, die aber zum Anfliegen sehr schwierig ist. Die ist fast mitten im Ort. Es ist da sehr viel in den letzten Jahren zugebaut worden und die wirklich viel bessere Wiese ist dann ungefähr 5 Kilometer weiter östlich, und zwar im Bereich Haus im Ennstal, wo es auch mehrere Wiesen gibt. Auf einer von denen bin ich auch schon außen gelandet und die sind wirklich auch flugplatzhaft. Ja. Also da ist wirklich überhaupt kein Problem zum Außenlanden. Da gibt es mehrere Wiesen. Auch da bei Gröbming, Stein an der Enns, da gibt es super Wiesen zum Außenlanden. Und dann ist man eigentlich eh schon im Bereich von Niederöblan beziehungsweise auf Aigen, weil bei uns auch immer wieder die Frage kommt, kann man in Aigen außen landen? Ja, man kann in Aigen außen landen. Es wäre aber gut, wenn man außen landet, wenn das Militär nicht mehr aktiv ist. Also es ist wirklich, wir haben einen Militärflugplatz, wenn Leute außen landen und es kommt vor, dann schleppen wir die auch gleich immer weg. Wenn das Militär aktiv ist und wenn wirklich militärischer Betrieb ist, dann ist es sicher gescheiter und man landet im Niederöblan aus. Ja. Ich habe den neuen Bereich eingetragen, da Richtung Bad Mitterndorf. Dort gibt es auch sehr viele Bereiche zum Außenlanden. Und da in Liezen schon, aber das gehört dann eigentlich heute nicht mehr so zum Vortrag, ja, an sich. Das wären so mal die guten Außenlandebereiche in dem Gebiet. Wie gesagt, im Pinzgau gibt es natürlich auch massiv Außenlandebereiche, aber die werden wirklich in einer eigenen Session dann aufgearbeitet, oder? Bin ich da falsch? Also im Großen und Ganzen, genau, kann man definitiv sagen, das ist einer der entspanntesten Bereiche außenlandetechnisch zum Fliegen in den Ostalpen. Aber auch trotzdem, man muss natürlich wissen, was man tut. Man sollte sich schon auskennen. Ja. Also da gibt es viel. Dann glaube ich weiter zu den Bergen, sind wir jetzt schon, oder? Ja. Und bei den Berggipfeln habe ich schon ein paar markiert, die wir jetzt vielleicht gemeinsam beschriften. Benni, vielleicht magst du übernehmen. Ja klar, du musst malen, aber du musst malen und ich erzähle einfach. Ja, genau. Das ist zum Beispiel schon mal falsch, dann kriegst du schon mal Punktabzug. Ah, scheiße. Das ist der wilde Kaiser, den natürlich alle kennen. Also meistens im Umgangssprachen nennen wir den Kaiser, und der ist natürlich zweigeteilt. Es gibt nämlich im Norden den zahmen und im Süden den wilden Kaiser. Der zahme Kaiser deutlich niedriger, um die 2000 Meter maximal, eher so 1800 an den meisten Stellen. Und der wilde Kaiser im Süden bis 2250 Meter ungefähr, also schon ein gutes Stück höher und auch deutlich schroffer. Und der Kaiser, vor allem der südliche Teil, der wilde Kaiser, ganz steile Kalkfelswand, eigentlich der Beginn von den östlichen Kalkalpen, sehr spektakulär. Wir werden nachher noch ein bisschen in 3D auch uns das Ganze anschauen. Das ist also oft so der westliche Einstieg in diese Route, den man oftmals auf der Südseite da entlang fliegt. Genau. Dann der Wallerberg, oder? Das ist der Hausbad von den St. Johannern da. Ja, genau, die schleppen dahin. St. Johann ist ja hier unten der Flugplatz in der Mitte, wo St. Johann in Tirol steht. Und die Klinke meistens, ja, manchmal im Kaiser aus, aber oft eher am Wallerberg, weil der deutlich niedriger ist. Der ist nur so 1500, 1600 Meter hoch. Dieses ganze hügelige Stück, was da so in der Mitte im Tal drin liegt, das hat auch einen Namen, und zwar das ist der Kirchbergstock. Und der ist eigentlich deswegen ganz wichtig, weil nicht nur der südliche Teil, wo es Symbol ist, der Wallerberg, sondern auch etwas weiter nördlich, der eigentliche Kirchberg, genau da, wo der Simon jetzt hinzeigt, auch thermisch eine sehr gute Adresse ist. Oftmals geht, glaube ich, eher so einer von beiden, und welcher das dann ist, muss man an der Wolkenoptik und je nachdem vom Tag her eben abschätzen.
aber vom Kaiser eben der nächste nach Osten ist meistens irgendwo im Kirchbergstock, entweder der Wallerberg oder der Kirchberg, an dem man dann hochmachen kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, der Wallerberg ist ein bisschen falsch, der Bart ist eigentlich an diesem Südost-Ausläufer. Genau, noch ein bisschen weiter rechts unten, ja. Ja, genau. Und der Kirchberg ist ein bisschen zu weit nördlich eingesetzt, weil das ist so zwei Rippen weiter nördlich. Also das ist eigentlich so die Verlängerung dann von den Loferern. Das sind diese zwei Stellen. Oh, eher richtig. Dann noch ein bisschen weiter, Wallerberg noch ein bisschen rechts runter. Eigentlich bis da, wo der aufhört, fast schon der Berg. Oh, unten, wirklich? Okay. Ja, genau, da. Also zumindest, das ist natürlich, es kommt ein bisschen darauf an, zu welcher Tageszeit. Wir sprechen jetzt davon, wenn wir da am Vormittag hinfliegen. Ne? Genau, genau. Weil am Nachmittag, glaube ich, ist eher ein Todesgebiet sehr. Wandert der Berg, der Bart natürlich rum, ne? Oft in der Mitte, ja. Ganz genau. Aber natürlich ist es oft so, dass die stehen in Konkurrenz zueinander. Also wenn der eine von den beiden geht, beansprucht er die meiste Luft für sich und dann geht vielleicht der andere nicht so gut. Man muss also strategisch vorgehen. Und gerade wenn man tief ist und nur einen Schuss hat, muss man sich überlegen, welchen der beiden mal anfliegt. Wenn man hoch ist, kann man ja beide probieren, ganz klar. Wenn man hoch genug ist, dann versucht man den hinteren, weil, also wie gesagt, der Kirchberg ist auch, der Bart ist nochmal eins weiter südlich. Das ist eigentlich diese etwas südlichere Rippe, wo er jetzt eingezeichnet ist. Wie gesagt, für den Vormittag und da gibt es halt da, entweder kommt man über diese Rippe drüber zum Kirchberg, dann ist klar, dann probiert man den, weil wenn er dann hinten nicht geht, kann man immer noch vor zum Wallerberg fliegen, der ist niedriger. Okay. Und wenn man hinten nicht drüber kommt, ist sowieso klar, dann muss man eh den Wallerberg ausprobieren. Gut, da oben haben wir die Steinplatte, die ist vielleicht für ein Jahr ein Thema, oder? Ja, genau. Also die... Da kommen wir aus Unterwössen über die Steinplatte an die Rennstrecke. Wir scheren im Grunde an den Luftraum, aber gleich dazu kommen auf die Rennstrecke ein. Und die Steinplatte ist so unser Absprungwerk auf die Rennstrecke und auch die Wasserscheide sozusagen zwischen dem Gleitbereich zurück nach Unterwössen und den Gleitbereich zum Flugplatz St. Johann. Vielleicht noch interessant, für uns sind Kirchberg und Wallerberg die Backup-Berge, wenn wir an der Steinplatte nichts finden. Das sind also die Fallback-Hügel. Und das ist ein Schema, was sich, glaube ich, jetzt durchziehen wird in dem ganzen Gebiet, was wir heute besprechen, dass wir sehr häufig primär hohe Kalkwände anfliegen, aber vorgelagert kleine grüne Waldhügel als Fallback, als Plan B in Reserve haben. Mhm. Gut, dann gehen wir einen weiter, oder? Mhm. Genau, das sind zwei, die werden oft verwechselt. Das sind erstmal die Loferer Steinberge, wo der Simon jetzt ist. Und dann parallel südöstlich dazu die Leoganger Steinberge. Die sehen auch vom Charakter her ähnlich aus. Das sind einfach zwei Klötze, jeweils ungefähr 7-8 Kilometer lang, jeweils ungefähr 2400 Meter hoch, die ganz steile Südwände haben, die natürlich gerade vormittags, mittags, am frühen Nachmittag wahnsinnig viel Hitze sammeln und sehr, sehr gut da auch exponiert stehen, schöne Luftzufuhr haben und dadurch sehr gut gehen. Dazwischen haben wir vorhin schon gesagt, der Luftraum, dieses Sperrgebiet, das militärische. Also der direkte Sprung vom Loferer zum Leoganger ist nicht unbedingt möglich, außer man kann drüber fliegen, wenn das Gebiet niedrig ist. Oder oftmals ist es so, dass man sich von vornherein entscheiden muss: Fliege ich nur einen Loferer und dann hinterm Leoganger nördlich entlang oder fliege ich gleich südlich ums Sperrgebiet rum und dann an den Leoganger direkt? Bei uns sind wir auf der Route aus dem Osten kommen, das ist vor allem, wenn eine sehr Südlage ist. Also keine Südwindlage, sondern einfach ein bisschen Südwindunterstützung. Wir weichen dem Gebiet auch oft noch Wolkenoptik eben vorne aus. Also wir fliegen wirklich über das Tal, ja, und docken dann da wieder Wallerberg, also in dieser Gegend vom Flugzeugplatz in St. Johann an. Also wir fliegen es dann im Tal außen herum, was eigentlich witzig ist. Ja. Ja, aber Simon, das ist eben der Vorteil, wenn du von Ost nach West fliegst, dann kommst du aus dem hohen Gelände, das Niedrigere, ja. Da kannst du diesen Weg wählen. Wenn du andersrum fliegst, dann fliegst du ins ansteigende Gelände. Genau. Dann müsste es am Wallerberg, Kirchberg schon sehr relativ hoch gehen, dass du da wirklich außenrum fliegen kannst, um vernünftig an die Leoganger ranzufliegen. Das funktioniert meiner Meinung nach eigentlich nur sinnvoll,
am Wochenende, wenn dieses Sperrgebiet nicht aktiv ist, weil dann geht nämlich auch diese Zwischenrippe, die jetzt da, wo praktisch das L, genau da, wo du jetzt hinzeigst, der Hochsäule, der funktioniert eigentlich auch relativ zuverlässig. Aber wie gesagt, da muss halt das Sperrgebiet inaktiv sein. Genau. Dann geht es weiter zum spannenden Meer. Da ist, glaube ich, das Erste, was man beim Steinernen Meer schon sagen kann, ist, ab hier steigt das Gelände jetzt dann gleich nochmal deutlich an. Also so Loferer Leogang, haben wir gesagt, sind so 2400 Meter über Meeresspiegel circa hoch, die Kalkwände. Und das Steinernen Meer geht dann schon locker über 2700 Meter auch. Ja. Also da ist es wichtig, dann auch mit dem Gelände mitzusteigen, strategisch, weil jeden Meter, den man weiter nach Osten fliegt, ist man tiefer unter Grad, wenn man einfach nur weiterfliegt. Aber es gibt Tage, an denen das geradeaus einfach alles im Hang geht, vor allem wenn ein bisschen Südwind dabei ist. Oft ist ja die Strömung überregional, vor allem nachmittags eher aus Norden, weil das ganze Alpenmassiv natürlich Luft von Norden her ansaugt und braucht. Dann ist es ein bisschen schwierig, im Hang wirklich permanent mitzusteigen. Dann muss man halt schauen, dass man die Höheneinteilung durch Kurbeln entsprechend schafft. Und dann kommt eben der Hochkönig ganz im Osten von dem steinernen Meergebiet. Der ist dann schon über 3000 Meter hoch. Und da ist obendrauf ist auch ein ganz kleiner Gletscher, der sogar im Sommer teilweise noch ist. Es ist wunderschön. Das finde ich eine der schönsten Stellen der gesamten Alpen. Es ist spektakulär. Es ist fantastisch. Sein Schutzhaus ist auch oben, oder? Oder so eine, was kann das für Schutzhaus ist? Ich glaube, was, oder? Das Matrashaus. Also ein ganz berühmtes, massiv gebautes Steinhaus ist da oben. Mit sehr viel Historie auch dahinter. Also das ist ein toller Ort. Und natürlich auch thermisch sehr, sehr gut zu fliegen dann. Wenn das steinerne Meer thermisch geht, kann man dann meistens auch in den Hochkönig dann sehr gut rein. Aber wie gesagt, Leoganger 2400, Steinernes Meer 2700, Hochkönig 3000. Also das Gelände steigt in kürzester Zeit über 15 bis 20 Kilometer um viele, viele hundert Höhenmeter an. Genau. Und auch umgekehrt wieder, also weil wir eben wieder, wenn wir in der Früh in den Osten fliegen und dann am frühen Nachmittag dann Richtung Westen tuckern da, für uns ist auch immer so, weil die Sonne ja dann wirklich auch schon von Südwesten kommt, bei uns stehen die guten Bärte halt dann immer um die Ecke. Also wir sagen dann immer beim Hochkönig um die Ecke oder beim Steiner Meer um die Ecke. Also dort wirklich am Ende dieser einzelnen Bergmassive stehen dann meistens immer die Hammerwerte. Ja genau, und ich glaube, dass auch gerade diese Ecken natürlich in dem Fall, wenn nachmittags sich der Nordwind so ein bisschen durchsetzt als Druckausgleichsströmung von Norden her, weil die Zentralalpen eben Luft ansaugen, dann sind oftmals diese Ecken so diese Punkte, an denen dann sich diese fast schon leeartigen Ablösungen dann sehr, sehr gut bilden können und so mitten hinter den Südwänden sozusagen eher nur Lee zu finden ist. Ja. Genau, also vor allem da am Ende vom Steinernen Meer, da steht immer ein Mega-Hammer. Ja, der ist genau da, wo der Sion ist. 100%, da steht er. Ja. Da steht immer so der 5-Meter-Bord. Ja. Also wirklich so, da geht es immer rauf. Genau. Und das Witzige noch vorher zu den Leogangern, weil da gab es eine Diskussion in der Föhn-Gruppe. Wir sagen zu den Leogangern eigentlich Birnhorn. Das Witzige ist, dass in der Föhn-Gruppe gesagt worden, ja, bitte nennt die Leoganger Birnhorn. Und ich habe dann, wir nennen sie Birnhorn, weil, Ich habe da mal, wir haben mal so Karten angeschaut, wo die Berge ein bisschen eingezeichnet sind, da stand Birnhorn. Und ich habe mich furchtbar aufgeregt, wo da Birnhorn steht. Und dann habe ich gelernt, dass das ganz normal ist eigentlich. Ja, weil wir schon gerade bei falschen Bergnamen sind. Wir wurden gerade im Chat aufgeklärt, dass der Kaiser, und zwar von Guido Achleitner, der glaube ich durchaus froh ist, dass man seine Nummer doch nicht veröffentlicht hat, aber der Kaiser wäre der Quasa. Der Quasa? Ja, genau. Also ich weiß nicht, Österreich ist nicht ganz richtig aus, aber nachdem wir ja schon mal den Venetberg falsch ausgesprochen haben, welcher der Fennet ist, wo das der Tilo mit seinem Centus dann demnächst hinfliegt, ist es der Quasa. Oder Guido dann mit seiner Chor 21 hinfliegt. sehr wichtiger Berg, finde ich persönlich, der eigentlich kein wirklicher richtiger Berg ist, aber der eigentlich so in den Ostalpen eines der Paraguay-Zentren ist, der Bischling, der thermisch immer wahnsinnig gut geht, wo es aber sein kann, dass man sich durchaus oft mit 10 bis 15 Paragleitern den Bart teilt. Was aber bei, wenn man gut aufpasst, eigentlich auch nicht das Problem darstellt. Ja.
Darunter jetzt, gleich auch ein ganz... Ich noch den Hochkönig, den du gerade noch kopiert hast, nochmal richtig beschriftet. Ja, ja. Hinnengebirge, oder? Was schreiben wir da hin? Ja. Ja, genau. Und ich kann es auch bestätigen mit Bischling, also tatsächlich meiner Meinung nach eigentlich besser thermisch als das Tennengebirge oftmals. Man kann es auch geografisch schon ein bisschen sehen, woran das liegt. Und zwar, der Bischling bekommt von Tälern, die von allen Seiten auf ihn zugerichtet sind, bekommt er Luft, während das Tennengebirge relativ abgeschirmt ist von der Luftzufuhr an manchen Stellen. Und da sieht man einfach, dass wenn der Bischling Luft braucht, der bekommt sie von Osten, von Westen, von Süden teilweise auch. Und das geht sehr, sehr gut. Ja. Und der noch viel bessere ist natürlich ganz berühmt, das Hochgrüneck. Das ist für Aigner auch deswegen ja sehr berühmt, weil in frühen Jahren dort in Zeit von scharfen Endanflügen, sage ich jetzt mal, war das Hochgründeck immer der letzte Bord für den scharfen Endanflug nach Aigen. Hochgründeck ist wirklich zu jeder Tageszeit anfliegbar und zu jeder Tageszeit steht dort ein guter Bart. Also das Hochgründeck hat eigentlich bei mir noch nie auslassen in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich glaube, ihr fliegt es nicht an, oder? Wenn ihr doch, wir fliegen es auch an. Also oft auch vom Hochkönig aus. Gerade das Hochgründeck, dadurch, dass es ein bisschen südlicher steht, ist halt auch oft strategisch günstig, um entweder in die Tauern einzusteigen, nach Süden, in den Alpenhauptkamm, oder wenn man in Ost-West-Richtung fliegt, auch ins Pinzgau oder aus dem Pinzgau kommend einsteigen. Das Hochgründeck und auch eins weiter östlich kann es gleich den Rossbrand, der dann mit einzeichnen. Ja, der ist schon einzeichnet, der kommt erst nächste. Mir ist gerade nur einfallen, ich kenne den Berg nicht. Ich weiß nur, da bei St. Johann steht auch immer ein super Bord. Da ist dieser geheime Bunker des österreichischen Bundesheers in dem Berg versteckt. Diese geheime Kommandozentrale dort drinnen. Dort ist im Falle eines Atomkrieges, wird Österreich von dort drinnen regiert. Und dort genau drüber steht meistens auch ein richtig guter Bord. Ja, Energie abgeleitet wird, oder? Aus dem Atomkraftwerk. Ja, genau. Ich würde auch den Berg direkt nördlich von dem Atombunker noch als einen ganz wichtigen Backup-Berg sehen für den Hochkönig. Wenn ich aus Westen komme, dann ist genau da, wo Simon jetzt seine Maus hat. Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber ganz, ganz wichtiger Backup-Berg. Wenn man an der Kaltwand des Hochkönigs langgleitet und es geht nicht und man guckt da schon 500 Meter rauf, einfach weiter durchgleiten, der da ist dann der Fallback. Da ist ein Skilift drauf, oder? Ja. Ich glaube fast, ja. Bin ich mir gar nicht so sicher. Okay. Ich bin auch nicht sicher, aber das ist ein Tipp. Da, wenn man in Hangkante ankommt, ist gut. Unter Hangkante wird es schwierig. Also da habe ich mir schon ganz schwer getan. Ja. Aber wenn die Felswand nicht geht, da bin ich eigentlich da Überhang meistens weggekommen. Zumindest ist die paar Meter gemacht, um dann zum Hochgründeck rüberzukommen. Und genau. Der Vorteil dieser Linie halt Hochkönig oder dieser Südhang Hochgründeck Ostband ist einfach, du bleibst auf der Direttissima. Dieses Tennengebirge, was wir vorhin angesprochen haben, das ist vollkommen ab vom Schuss. Der Bischling, das ist noch okay, aber Tennengebirge, das ist ein Riesenumweg. Da vielleicht auch nochmal, wenn du nochmal ein kleines bisschen nach Westen auch zeigst, Simon, ganz kurz den Hochkönig nochmal mit drauf. Und zwar hier der Rossbrand, der jetzt gerade das noch kam, und das Hochgründeck auch, die sind relativ niedrig und unscheinbar, während ja der Hochkönig, wie gesagt, schon über 3000 Meter hoch ist. Sehr, sehr wichtig an der Stelle, Höheneinteilung auch wieder. Wenn man von Osten her kommt, dann braucht man sich nicht in 2000 an den Hochkönig versuchen zu schmeißen, weil das Gelände ist halt 1000 Meter höher, als man selber ist. Das heißt also, man kommt da vom Hochgründeck, von einem sehr niedrigen Berg eigentlich aus und müsste dann sehr große Höhe aufbauen, um an den Hochkönig sinnvoll direkt ranzufliegen. Und gerade deswegen sind auch die zwei mit dem Atombunker und dem Skilift nochmal sehr, sehr wichtig, um eben, wenn man nicht so hoch aus Osten ankommt, nicht gleich 1000 Meter unter Grad losfliegen zu müssen. Man muss auch sagen, wenn man vom Osten kommt, kurbelt man entweder den Rossbrand oder eben das Hochgründeck. Und der nächste Bart, der eigentlich straight zum Anfliegen ist, ohne auch wirklich da an die hohen Berge zu gehen, ist dann wirklich der Honigkogel dort in Zell am See, der dann wirklich auch so ein Standardbart der Ostalpen eigentlich ist. Ja. Genau, der würde dann ins Pinzgau führen oder in den Pinzgau, das besprechen wir aber beim... Genau, aber nur das muss er nehmen. Ja, genau.
Gut, dann geht es weiter zum Dachstein. Da haben wir da zwar den Dachsteingipfel, der ja natürlich sehr bekannt ist. Der eigentlich thermisch überhaupt keine Rolle spielt. Also thermisch fliegt man das Dachsteingebirge auch gar nicht an. Ja? Also direkt die Dachstein-Südwand, die hat eigentlich für den Thermikflug nicht recht viel Bedeutung. Was aber super ist, und das ist auch immer sehr spannend, dort in diesem Kessel vor dem Dachstein entsteht oft eine sehr gute Thermik, was ich jetzt meteorologisch überhaupt nicht erklären kann. Also wirklich dort direkt vor der Südwand. Und der wirkliche Standard, super, super Bart da in der Dachsteingegend ist die sogenannte Scheichenspitze, die da ganz am Eck vorne draußen ist am Dachstein, die eigentlich ähnlich auch wieder, wie wir das vorher gesehen haben, beim Steinernen Meer, das wirklich auch wieder so ein Bart so um die Ecke ist. Also da steht wirklich so ab Mittag immer der Megahammer. Das ist ja diese Stelle, die ja schon Jochen von Kalkreuth beschrieben hat. Genau. Das Ramsau-Bad, der zuverlässig wie immer geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich da bin, der geht wirklich. Und dann denke ich mir dann, naja, das ist nicht nur bei mir und beim Jochen von Kalkreuth vor ein paar Jahrzehnten gegangen. Wahrscheinlich sind da die Flugsaurier schon gekreist, weil die Thermik so gut war. Genau. Und das Seil der Dachsteinbahn, muss man auch kurz sagen, das ist sehr gut gekennzeichnet. Und man fliegt da eigentlich nicht hin. Also es wäre sehr unmöglich, dort mit dem Segelflugzeug hinzufliegen, muss man auch so. Ja, aber trotzdem, die Stelle lädt ein, um am Hang zu fliegen, wenn man es vielleicht nicht weiß, teilweise vielleicht doch, weil es geht oder weil eine Wolke drüber steht. Und das Seil ist sehr, sehr hoch über Grund. Also das ist mehrere hundert Meter über Grund, denke ich mal, an manchen Stellen. Und deswegen schon wichtig, das zu kennen. Kannst du nochmal genau mit der Maus zeigen, wo das ist? Die Talstation ist ungefähr hier, ja, da, und das Seil geht so hinauf zum Hunerkogel, nennt sich der da, und dort ist die Bergstation drauf, ja. Und man kann alles sehr gut erkennen, sowohl die Bergstation als auch die Talstation, und da muss man halt dazwischen peilen, weil das Seil selber ist... Und die Seile sind mit Tafeln auch beschriftet, also so große Tafeln mit den Dreiecken, man sieht das eigentlich gut. Und es gibt noch eine zweite Seilbahn, eine militärische Seilbahn, die geht, glaube ich, von der Seite irgendwie rauf, oder kommt man gar nicht hin. Also die ist wirklich, also die geht so von der Bergstation auf diesen zweiten Gipfel, weil dort ist eine kleine militärische Station drauf. Aber dieses Seil, das sieht man eigentlich ganz gut, und das kommt einem nicht in die Quere. Also generell so die Flugtaktik am Dachstein, auch beim Südföhn, ist auch so, dass man da eigentlich ein bisschen vorbeifliegt. Also man fliegt da eigentlich nicht, man meidet das einfach ein bisschen, und man sollte da immer ein bisschen die Augen aufhalten. Ja. Und da auch wieder der Hinweis, der Dachstein ist, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber bestimmt knapp 3000 Meter hoch. 3995 ist er. Ja, okay, genau. Und also knapp, ganz knapp 3000 Meter. Und auch da, wenn man in 2000 hinanfliegt, dann ist man 1000 Meter unter Grad und hat da eigentlich nichts mehr verloren. Auch dann sind natürlich, wie der Simon sagt, etwas südlich vorgelagert. Da spielt dann eigentlich die Musik. Und man kommt da auch weg. Man kann da relativ niedrig fliegen. Und auch südlich des Außenlandes in den Tälern ist ja dann relativ unproblematisch. Aber wirklich direkt an den Felsen ran, nur wenn man richtig hoch ist und auch wenn es die Wolkenoptik dann einem so sagt. Ja. Mhm. Einen Tipp. Ich bin für die Plan B Berge zuständig, wahrscheinlich weil ich nicht habe. Ich mag sehr, sehr gerne den kleinen Hügel, der jetzt genau südlich von dem D von Rossbrand ist. Also wenn ich von Westen komme vom Hochgründeck her, fliege den ganzen langen Rossbrand ab und der geht nicht, ich bin zu blöd und fliege an den Bergen vorbei, dann mache ich es mittlerweile so, dass ich am Rossbrand gar nicht mehr lange suche, sondern dass ich durchgleite zu dem Ding, was jetzt eine Maus hat. Keine Ahnung, wie er heißt, aber es ist mein Rossbrand-Fallback. Der Rietisberg, glaube ich, heißt er. Aha. Weiß es nicht, geht es nur mir so oder versteht ihr den Jan auch ein bisschen schwierig abgehakt? Ja, bei mir ist es auch so, der Jan ist abgehakt. Vielleicht muss er ein bisschen höher fliegen, vielleicht muss er ein bisschen steigen. Jan, vielleicht schaltest du einfach deine Kamera aus, vielleicht ist es dann besser. Ja, mache ich. Da wir da jetzt weiterspringen, es gibt da wirklich noch ein paar Thermikquellen da dazwischen, aber der nächste wirklich gute Bart, auch
fast den ganzen Tag, ist da der Stoder Zinken, nennt sich der Berg. Bei uns immer kurz Stoder. Und der Stoder Zinken ist ein berühmter Berg für die Bargleiter. Also heuer ist dort das erste 300 Kilometer FAI-Dreieck geflogen worden mit Bargleitern vom Stoder weg. Die starten auch sehr früh schon, oft so um 9 Uhr, die Bargleiter. Die müssten euch eigentlich immer entgegenkommen, wenn ihr aus dem Westen kommt. Ja. Und dort ist aber auch aufzupassen, dort ist noch ein bisschen eine blödere Leitung. Also dort gibt es so einen Flying Fox, so einen riesig langen, der vom Stoder dann runtergeht ins Tal. Und der ist, wenn man da wirklich tief unterwegs ist, kann der schon ein Thema werden. Der ist noch nicht lang, den gibt es seit, glaube ich, 3 Jahren circa oder 4 Jahren. Und dort ist wirklich auch ein Seil gespannt. Das ist aber gekennzeichnet mit roten Bojen. Und der Stoder geht eigentlich immer ganz verlässlich, muss man sagen. Ja, dann kommen wir eh schon zum Hausberg, zum Grimming, bevor wir dann die Südseiten angehen. Ja, der Grimming ist berühmt bei allen Segelfliegern, vor allem auch natürlich wegen Eigen- und Niederöblan, das sehr geschichtliche Flugplätze sind, geschichtliche Berge, und der Grimming natürlich durch seine exponierte Position und sein imposantes Erscheinungsbild natürlich auch sehr spektakulärer Berg zum Segelfliegen ist und das wirklich landschaftlich wunderschön ist da. Thermisch ist der Grimming auch so ein bisschen ein Thema. Für euch ist der Grimming natürlich thermisch immer der Hammer wahrscheinlich. Bei uns in der Früh ist der Grimming immer noch ziemlich tot. Also der Grimming beginnt sich erst wirklich gut zu entwickeln ab 12 Uhr meistens. Und dort gibt es eigentlich am Grimming eine sehr wichtige Stelle und wir nennen ihn den Stauseebar. Es gibt dort nämlich einen Stausee, wirklich am westlichen Ende des Grimmings. Und dort, auf diesem Stauseebart, also dort geht so die erste Kante des Grimmings hinauf. Ich glaube, ihr könnt diese Kante auch sehen, dort direkt bei meinem Kopf da, bei meinem Hintergrundbild. Und dort steht auch immer der Bart, und so ab 12 Uhr steht der durchgehend, meistens bis am Abend. Und dort stehen auch immer 3 Meter. Also das ist wirklich, wirklich eine super Stelle. In der Mitte des Grimmings gibt es meistens auch noch so eine Stelle, wo ein guter Bart steht, den ganzen Tag über, und dann der Rest zum Grimming, ja, ist meist so zerklüftet, dass eine gute Thermik eigentlich gar nicht gut entsteht. Ja. Ihr fliegt da meistens relativ geradeaus weiter beim Grimming, oder? Also ihr macht da gar nicht viel Höhe, oder? Ja, also wenn ein guter Bart steht schon, aber ich habe ihn jetzt auch nicht als besonders zuverlässig kennengelernt. Ich weiß noch einmal am Tag, da bin ich im Büro gesessen und ich hab OGN geschaut und da habe ich so geschaut und dann habe ich den Matthias gesehen, den Junkie, wie er da so dahin tuckert. Duckere nicht, ich fliege schnell. Ja, genau. Und dann sehe ich auf einmal, dass du da am Grimming ungefähr 500 Meter über Grund irgendwo da am Vormittag beim Waldmugel einfach nochmal weggekommen bist. Kannst du dich darauf erinnern? Ja, kann ich mich total darauf erinnern, weil da, ich weiß bis ja heute nicht, was passiert ist, weil da ging diese ganze Linie vorne von Ramsau, Stoder, das ging alles nicht. Und dann bin ich erst auf die Südseite gequert und an der Südseite habe ich auch nichts gefunden. Und dann war ich eigentlich in der Zündeposition. Für Niederöblan habe ich gedacht, na gut, okay, dann nehme ich halt da noch einmal den Vorhügel mit und dann bin ich da, ich habe keine Ahnung warum, in den absoluten Knaller reingefallen. Ich glaube, ja, in den 3-Meter-Bord und die denken mir, oh, der wird jetzt gar landen in Niederöblan, der Schunk. Genau, also landen hätte ich nicht wollen unbedingt, ich hätte natürlich gezündet, aber für mich war der Flug zu dem Zeitpunkt beendet. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Ja, ich bin im Büro gesessen, habe das live mitverfolgt und gedacht, was für ein Glück. Ja, da ist mal gar nichts am Vormittag. Also, und das Lustige dabei ist, du bist einer der ganz wenigen, die das gesehen haben. Am Abend standen dann, weiß ich nicht, 800 oder 1000 Kilometer im OEC. Und der sieht immer, was für ein Dusel du dabei hast. Der weiß, Olli Wolfinger hat mir dann geschrieben am Abend, ey, du fliegst aber wirklich tief runter. Habe ich gesagt, das war keine Absicht. Ne? Aber man muss auch mal Glück haben, ne? Ja, wie gesagt, ich habe da auch, mitgefiebert mit dir damals. Das ist ja sehr nett. Übrigens, ich bin ja auch ein lernfähiger Mensch. Ich habe gerade gelesen hier, es wurde geändert, das Bild, ja, Februar. Danke für den Hinweis. Okay.
Gut, und dann kommen wir jetzt eigentlich auf die Seite, die für euch jetzt nicht so interessant ist vielleicht, aber vielleicht für einen Zielrückkehrflug natürlich auch spannender. So die Frühwerte die Werte, die wir so am Vormittag oder in der Früh eben verwenden. Wir schleppen, wenn wir bei einem guten Tag starten, um 9:45 circa weg in Aigen und unser Ausklingbad ist knapp beim Mölbeck, das ist da unten. Und der Bord hat den riesen Vorteil, dass er eben sehr, sehr früh schon geht, ungefähr eine halbe Stunde früher wie der Hausbad von den Niederöblanern, der einen weiter ist, der da eingezeichnet ist, der nennt sich Karlspitze. Und dieser Bad ist, also unser Bad ist wirklich super zuverlässig. Wir verstehen eh nie, warum die Niederöblaner nicht zu uns runterschleppen, aber meistens ist es so, dass wir irgendwie starten und nach dem zweiten Schlepp starten dann auch die Niederöblaner. Aber wie gesagt, wir schleppen auch deswegen in den Süden, weil wir auch im Norden dort bei Aigen keine guten Entwicklungen haben zu der Zeit. Also wir haben da wirklich nicht zerflogen. Damals zu Zeiten vom Jochen und wo mein Vater auch noch viel geflogen ist zu der Zeit, haben sie ja wirklich direkt am Flugplatz ausgeklinkt und sind aber auch natürlich, weil sie die Flüge angemeldet gehabt haben, viel später gestartet wie wir. Also die sind 12 Uhr lokal gestartet oft und da ist natürlich alles bombig entwickelt bei uns dort in der Gegend. Ja. Wenn wir jetzt weiter nach Westen gehen, also da ist eben dieser Ausklingbad von den Niederöblern, der Karlspitz. Und nach diesem Karlspitz gibt es eben das berühmte Gumpeneck. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist so der höchste Berg da in der Gegend. Und da beim Gumpeneck steht am Vormittag auch immer recht ein guter Bad. Und wir haben natürlich das Problem, dass wenn wir vom Osten in den Westen fliegen in der Früh und es wirklich auch die ganze Linie da vom Dachstein bis zum Grimmen noch nicht gut geht, queren wir meistens erst immer so nach der Planei, das da eingezeichnet ist, der auch meistens oft einen guten Bad gibt und einer Rippe vor der Hochwildstelle, dann queren wir da meistens schon Richtung Rossbrand beziehungsweise spätestens dann da Richtung Hochgründeck. Weil eben die Rippenfliegerei dann, vor allem bei mir bis jetzt mit der Libelle, muss ich dann wirklich jede zweite Rippe kurbeln und da verliere ich eben enorm viel Zeit. Ja. Deswegen, ja. Aber das ist halt so, hilft nichts. Du hast jetzt gesagt, also du hast jetzt die Frühbärte genannt bei euch. Weil es früher losgeht als vielleicht im Norden am Grimming und so weiter. Wir haben die Erfahrung bei uns weiter im Westen, zum Beispiel am Wilden Kaiser und so, dass der Kaiser vor allem eben in der Früh und am Morgen sehr gut geht und am Nachmittag dann nicht mehr, sodass wir eigentlich eher die am Alpenhauptkamm, die Tauern, als unsere Spät-Nachmittagsbärte bezeichnen. Wie ist es bei euch? Also ich glaube, dass der Dachstein und die ganze Linie, die wir gerade besprochen haben, so gegen Mittag, frühen Nachmittag am besten ist, da sind wir uns alle einig, aber wie geht es denn danach weiter? Ich glaube, es ist eigentlich relativ logisch. Es ist in den niederen Tauern bis zu den hohen Tauern eigentlich sehr viele Täler, die Nord-Süd ausgerichtet sind. Und diese Nord-Süd ausgerichteten Täler, ist klar, gehen am Vormittag und zum Mittag gehen sie auch, weil sie oft so einkesseln und am Nachmittag. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so vom Denken her, von der Flugtaktik her sicher gescheit, die Süd- oder die Osthänge sozusagen am Vormittag zu verwenden. Dann die Rennstrecke, die in den Süden steht, zur Mittagszeit zu verwenden. Und am Nachmittag, da sind wir uns einig, wenn ich vom Westen heimfliege am Nachmittag, dann ist natürlich der Hauptkamm the place to be. Ja. Also durch die Einstrahlung vom Westen her steht da überall der Bord. Da steht meistens überall natürlich auf den Graten die Bärte. Und umgekehrt natürlich in der Früh auch. Also ich glaube, das ist auch so das Thema. In der Mittagszeit wahrscheinlich ist wirklich so die Rennstrecke auf der Nordseite die schnellere und in der Früh und am Abend natürlich wird man eher sich am Hauptkamm schleichen, glaube ich. Genau, und zwar in der Früh eben, weil da am Hauptkamm eben die höheren Berge stehen, die deutlich schöner schon die Aufheizung auch von Osten her in der Früh mitnehmen können. Und am Abend aber vor allem auch, weil dann diese Nordseite eben zusammenbricht aufgrund der Überspülung mit Nordwind, wenn es ihn denn gibt und an vielen Tagen gibt. Und nicht nur den Nordwind, auch der Talwind spielt dann da groß hinein. Also die großen Täler wie das Enstal
Und natürlich auch weiter im Westen, die großen Täler, die erzeugen einfach auch massiven Talwind, ja. Und der wird dann natürlich auch, der saugt dann natürlich auch ab, ja. Also ist natürlich auch Thema, ja. Klar, und genau das Schlimmste, was im Prinzip passieren kann in so einem Alpental, ist, wenn ein zu starker, mächtiger Parallelwind, also parallel zu den Hängen eben weht. Das ist eigentlich fast schlimmer als ein Lee. Haben wir ja schon an anderer Stelle mal besprochen. Wenn der Wind parallel zum Berg weht, dann hat man nur Wirbel, hat keinerlei Möglichkeiten, groß Hang zu fliegen oder da hoch zu machen. Genau. Was sehr spannend ist, also jetzt für mich am Abend natürlich, wo ihr schon wieder längst hoffentlich zu Hause seid im Westen, das Ennstal und vor allem eigentlich so von Radstadt weg bis eigentlich fast nach Leoben und weiter, ja, ist wirklich bekannt und ist wirklich auch von mir und von meinem Kollegen, vom Andi und von den Eignern ausgeflogen und von den Niederlanden. Wir haben wirklich eine super, super Umkehr am Thermik. Und wir haben da fast an allen guten Thermiktagen, wenn ein bisschen Windeinfluss ist, eigentlich ganz verlässlich am Thermik. Und wir fliegen auch wirklich bis zum Sunset. Also wir haben oft 10 Minuten vom Sunset noch teilweise 2-3 Meter in der Rundthermik. Und wir haben halt den großen Vorteil, dass wir entweder Flüge aus den Westen wirklich dann in der Abendthermik finishen können oder in der Abendthermik wirklich nochmal 100 Kilometer dranhängen können. Und das ist natürlich super, super genial und vor allem für alle Zuhörer aus dem Osten ein Thema, also von alle Segelflieger, die jetzt im Osten fliegen, diese Umkehrthermik ist wirklich sehr stark und vor allem gibt es verschiedene Stellen, wo das eigentlich dann auch ganz klar ist, warum, wenn man sich die topografisch anschaut, warum dort so eine starke Abendthermik ist. Es ist da in Radstadt eine sehr starke Abendthermik immer, also wirklich genau dort, wo die Außenlandewiese ist. Dann dort bei Haus im Ennstal ist eine sehr starke Abendthermik und die stärkste Abendthermik am Abend ist bei Gröben hier. Und man sieht es eigentlich topografisch jetzt voll schön. Am Abend fallen die Bärte am Hauptkamm zusammen, die Luft sammelt sich in den Tälern, ja, und fängt an zum Kanalisieren. Und gerade da in Gröbling, da haben wir oft am Abend 2 bis 2,5 Meter Abendthermik bis auf 2200 Meter. Also wirklich unglaublich super. Und man kann diese ganzen Linien dann auch dort weiterfliegen. Bei uns im eigenen Becken gibt es auch immer super Abendthermik. Und die nächste Abendthermik ist dann herunten in Rottenmann. Da stehen auch immer 1,5-2 Meter und natürlich auch wieder dieser Effekt, die abfallende Luft aus dem Hauptkamm trifft dann aus die andere Luft, die von der anderen Seite kommt. Und wir haben wirklich wundervolle Abendthermik und tragende Linien. Also man fliegt da oft am Abend 1,5 Stunden ohne Kreis durchs Ennstal, genießt es noch, weiß, man ist zu Hause und hat dann wirklich noch Zeit, den Flugregel passieren zu lassen. Ja. Na, ich sehe schon, da werden wir mal in OLC, Dwieglide, SysAT-Faktor einführen müssen, dass ihr da am Abend das abgezogen habt. Den haben wir ja eh schon. Wir haben auf SysAT einen Jojo-Anteil. Den gibt es ja auf OLC ja nicht. Und naja, jede Strecke, die wir zweimal fliegen, kriegen wir schon halbe Punkte. Aber jetzt pass auf, wenn man gerade beim Thema Abendthermik ist, magst du noch mal so Richtung Kaiser zurückgehen? Weil ja. In unserem Endanflug gibt es da nämlich auch eine Stelle, die ich schon mehrfach auch als Umkehrthermik nutzen konnte. Nee, noch ein bisschen bis zum Kaiser, bis zum Quasar. Das haben wir ja jetzt, oder? Ja, jetzt haben wir eh schon. Jetzt ein bisschen nach. Genau. Und jetzt ist ja südlich vom Kaiser ist die Hohe Salve, dieser Hügelzug. Zeig mal dahin. Die Hügelchen. Das ist südlich von Elmau, die Hohe Salve. Ich glaube, du siehst ein bisschen verzögert, Matthias, weil der Simon macht schon genau das, was du sagst. Und genau südlich von der Hohen Salve, in diesem, ich glaube, das ist das Brixental. Ja, das ist da bei Westendorf, oder? Ja, genau, Westendorf, Brixen und wie heißt das andere, weiß ich nicht, also Brixentale, da habe ich schon des Öfteren Umkehrthermik gehabt. So dass es da wirklich mal den Endanflug noch verlängern konnte, zumindest um sinnvoll. Und jetzt sind wir gleich beim nächsten Thema mit der Abendthermik oder Abendhang, um in den zahmen Kaiser zu kommen. Weil der zahme Kaiser, und jetzt übergebe ich entweder an Benny oder an Jan, weil ihr könnt es jetzt meteorologisch wieder viel besser erklären als ich mit meinem Halbwissen. Was passiert da, Benny?
Ja gut, es ist letztendlich eigentlich ein Prallhang, der von Norden her gefüttert wird, ja? Weil von Norden her von Kufstein über von Kiefersfelden besser gesagt aus Deutschland, aus Bayern eben die Luft angesaugt wird. Das beginnt schon am Vormittag eigentlich, dass sich da ein Nordströmung aufbaut, weil eben die gesamten Zentralalpen Luft brauchen. Und die fließt natürlich durch diese Kanäle, wie eben das Inntal hier ist, von Norden her sehr, sehr gerne fast ungebremst rein und muss dann um die Kurve. Und gerade da, wo sie um die Kurve muss, ist der zahme Kaiser, da kann man also sehr tief einsteigen. Die Kufsteiner klinken dort auch sehr oft aus und gehen dann eben im Hang darauf. Mir wurde gesagt vom Fridolin neulich, dass der frühere Kufsteiner Flugplatz sogar direkt am Fuße vom zahmen Kaiser hier gelegen ist. Ja. Sodass die wirklich aus der Winde dann da rausgekommen sind an den Nordwind dran. Und es geht halt oftmals nicht besonders hoch, weil der zahme Kaiser an sich auch nicht so hoch ist, aber man kommt eben ganz von unten raus. Und zwar von, sagen wir mal, bis, wenn der Nordwind losgeht, mittags bis sehr spät, nachmittags, abends eigentlich, noch später, als die Thermik eben aufhört. Ja, ich glaube, Jan kann noch ein bisschen mehr vielleicht dazu kommentieren, weil ich selber bin da selten. Ja, also das ist tatsächlich da der entscheidende Trick, dass das zwar angetrieben ist durch die Thermik, diese Nordströmung im Allgemeinen oder hier der Teil Einwind des Inntals im Besonderen sind ja durch Thermik angetrieben, die versorgen die Thermik mit Luft, aber das geht lange, lange nach Thermikende noch. Das liegt einfach an der Massenträgheit. Dieser Talwindsysteme, je größer ein Tal, desto länger braucht es, bis der Taleinwind läuft, aber desto länger braucht es auch, bis der abends wieder aufhört. Und das Inntal ist bei uns sicherlich eines der größten Täler und es ist meines Erachtens nach einem guten Thermiktag völlig egal, wie spät man an die Nordwand des Zahmen Kaisers kommt. Wenn das Taleinwindsystem des Inntals läuft, dann geht der. Kleiner Pferdefuß, die starken Bärte, die über das Inntal saugen, die stehen weit, weit westlich. Im Unterengadin, im Ötztal, im Stubai, im Zillertal. Wenn ich von Westen her die Thermik schon getötet habe, durch Abschirmung oder noch extremer durch Gewitter, dann hört das Talwindsystem des Inntals spürbar früher auf. Dann kann es mal sein, dass die Nordseite Zahmer Kaiser eine Enttäuschung ist. Aber sonst bei einem homogenen, großflächigen, ganztägigen Thermiktag ist das absolut zuverlässig. Und ich brauche es zum Heimkommen. Allerdings betrifft das sicherlich für Unterwössner mehr die Anflüge aus Süden, Süd-Südwesten, aus dem Zillertal kommend. Für euch könnte es auch relevant sein, wenn ihr aus Osten heimfliegt. Ne? Ja, ist es auch, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob der Benni gerade mal auf diese zwei Flüge von mir irgendwie umschalten kann. Ja, das machen wir jetzt mal, weil es passt thematisch sehr gut. Ja. Kannst du das Stopp mit meinem Bildschirm teilen? Ja, genau. Dann übernehme ich jetzt mal den Bildschirm. Und dann mal einen Moment, ich werde mal hier so ein bisschen Werbung zwischendrin machen, weil man keine so Produktplatzierungen machen, falls es noch jemand nicht gesehen hat. Okay, das ist ja schon wieder weg. Also was ich sagen wollte ist, ich hatte da bei diesem, ja, das ist jetzt praktisch genau, das ist ein Rückflug, da kamen wir eben aus Südosten und da sind wir auf dem Weg rechts um den Wilden Kaiser, das war halt alles schon tot, aber da sind wir rein in den Hangwind rein und ihr seht, ich weiß gar nicht, wie hoch sind wir gekommen, 2, 2, 1, 2, 3. Also schon erstaunlich hoch, das geht nicht immer so hoch dort, ja. Genau, aber es hat gelangt, um dann eben weiter zu fliegen, auch wieder in diesem leichten Nordwind und wir sind gekommen bis zum Wallberg, wo wir dann tatsächlich auch wieder rein dynamisch dann da auch gekommen sind und wir sind nach Hause gekommen. Und das war jetzt also mit dem Arkus. Ne? Schaut auf die Uhr, es ist jetzt hier 19.40 Uhr, wo er hier aus dem Wallberg dann raus
in einen Flug geht. Und in den Zamenkaiser eingestiegen ist er um 19 Uhr, ziemlich genau Lokalzeit. Und das ist schon sehr, sehr spät. Also 19 Uhr kann man vielleicht damit rechnen, dass man in den Zentralalpen, hier in den Hohen Tauern, vielleicht noch, ja, 19 Uhr fast schon zu spät, aber 18.30 Uhr die letzten guten Werte bekommt, das dann sehr schnell abstirbt. 19 Uhr ist utopisch spät für den Heimflug von Osten eigentlich. Und genau da ist eben der Zamenkaiser dann eben dieses wichtige Geheimrezept. Bei uns gilt die Faustregel, Benni, 18 Uhr spätestens über die Gerlos und 19 Uhr zähl am See, damit man gut nach Hause kommt. Ja. Kommt also, ja darauf an, in welche Richtung man fliegt, Simon. Ne? Ja, muss es andersrum sein. Ja. Aber was ist auch noch eine Anekdote zu dem wilden Kaiser, zu dem zahmen Kaiser? Armin und ich sind da mal also aus Landehöhe oder sind da wirklich ganz tief dahin geflogen. Ich glaube, wir wären gar nicht mehr richtig nach Kufstein reingeflogen. Und wir sahen die Wellen am Inn. Und ich sage noch zum Armin, die Wellen gehen flussaufwärts, weil der Nordwind, der war so stark, dass die Wellen tatsächlich flussaufwärts sich aufgeschäumt haben. Und wir sind von unten weg mit 6-8 Meter da gestiegen. War das der zweite Flug, den du... Das war der zweite Flug, den ich dir geschickt habe, ja, genau. Nur noch kurz anschauen. Er ist jetzt nicht weiter interessant, er ist halt wegen den Steigwerten interessant. Da war halt dann leider der Heimweg ging halt nicht mehr, weil da ist voller Schauer waren da. Da sind wir dann trotzdem in Dings gelandet. Aber das ist interessant, weil ihr habt hier einen Zier am Hang gemacht. Genau. Und habt an diesem einen Zier 1000 Meter gewonnen. Genau, also es war unfassbar. Ja, genau. Es war letztendlich eigentlich nur eine lustige Anekdote, weil ihr seht, wir sind trotzdem in Kufstein gelandet, weil der Heimweg war einfach nicht mehr möglich. Gut, genau. Machen wir vielleicht nur deinen Flug, Benni, oder? Ja, genau. Ich habe jetzt wieder gerade noch Endshare, aber ich share gleich wieder. Ich würde vielleicht noch einmal ganz kurz... Nutze ich wieder für die Produktplatzierung ganz vorsichtig mal darauf hinweisen. Juhu, wir freuen uns. Ich wollte noch ganz kurz zusammenfassen einmal das Thema Abend, weil es ja doch für viele manchmal wichtig ist. Wir haben jetzt eigentlich über zwei verschiedene Strategien und Mechanismen gesprochen, wie man am Abend eben in den östlichen Kalkalpen zurechtkommen kann. Und die eine war das, was der Simon zuerst berichtet hat. Das ist das, was die Abendthermik oder Umkehrthermik ist. Das sind eben diese Effekte, Simon hat es ja schon beschrieben, wo eben die Luft an den Bergen, die sich schneller abkühlt als in den Tälern, weil die Oberfläche höher ist von der Abstrahlung her, die kalte Luft von den Bergen fällt in die Täler runter, sammelt sich dort in der Mitte und stoßt zusammen und muss eben nach oben. So kann man sich es vereinfacht vorstellen. Es ist ein bisschen komplizierter in Wirklichkeit, aber so kann man sich denken. Die geht also oft in den Talmitten. Das ist also, wenn es auf den Sonnenuntergang zugeht, eben eine gute Option, dass man in die Mitte der Täler fliegt. Und das andere, was wir jetzt am Zamenkaiser gesehen haben, ist eigentlich was völlig Unterschiedliches davon, wo nämlich einfach der Nordwind, der sich über den Tag hinauf aufgebaut hat, weil er eben von der Thermik abgesaugt oder angesaugt wird, wo der Nordwind einfach gegen Hindernisse stößt, zum Beispiel gegen den Zamenkaiser, der genial liegt. Aber es gibt auch ein paar andere Stellen, muss er kreativ sein, wenn man in einer gewissen Situation ist. Man findet oftmals noch irgendeinen Hang, der im Nordwind auch nachlaufen geht, noch nachdem das eben vorbei ist wegen Massenträgheit. Also nochmal wollte ich betonen, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Zamenkaiser geht aus anderen Gründen spätabends, wie im Ennstal die Umkehrthermik, ja. Okay, ich teile jetzt wieder meinen Bildschirm und dann geht es gleich weiter, weil wir nämlich noch in 3D einen Flug vorbereitet haben. Beziehungsweise ich wollte mir noch zwei Dinge kurz besprechen. Ich zeige erstmal noch was anderes als den 3D-Flug, nämlich hier einen Flug vom Matthias. Das kannst du jetzt, glaube ich, kurz ein bisschen erzählen noch, aber generell noch kurz Vorgeschichte. Wir haben ja gerade gesprochen hier, wo die Maus ist, über den Wilden Kaiser, dann die Steinberge, den Hochkönig, Dachstein, Grimming. Das ist natürlich die Route, die wir am häufigsten fliegen. Das ist sozusagen die Autobahn, die ist bewährt, die ist sehr gut, die macht großen Spaß. Da gibt es auch mit weiter südlich im Pinzgau tolle Alternativen und so weiter. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, in Ost-West-Richtung eben in den östlichen Kalkalpen zu fliegen, sondern es gibt auch eine viel nördliche Route. Matthias, magst du mal kurz ein bisschen drüber erzählen? Ja, ich bin eigentlich dazugekommen, weil an dem Tag war sie die Basis so niedrig, dass ich überhaupt nicht zum Wilden Kaiser rüberfliegen habe können, weil ich da einfach zu tief angekommen wäre. Deswegen musste ich wohl oder übel auf nördlich weiter an diese niedrigen Hügel bleiben. Und ich sah dann auch nach Süden, dass auch später keine Chance war, eben über den Unterwössnerweg da irgendwie in die Standardstrecke einzubiegen. Und bin dann eben da weitergeflogen. Großes Problem war der Luftraum Salzburg, der natürlich dieses Jahr kein Thema war. Aber ich habe eigentlich erst kurz vorm Einflug, weil es da, genau da, wo du jetzt bist,
ist ein großer Berg, keine Ahnung, wie er heißt, aber der schattet den Funk ab. Das heißt, ganz kurz vorher habe ich eigentlich erfahren, oder den Controller erreicht und der mir dann die Einflugfreigabe gegeben hat. Und dann bin ich da einfach querfeld eingeflogen. Es war super spannend, weil ich das ja alles überhaupt nicht kannte. Ne? Aber es hat wunderbar funktioniert. Und das Endergebnis dieses Fluges, ich weiß nicht, sieht man es irgendwo? Ja, da links sieht man ja, es war ja insgesamt kein schlechter Tag mit 934 Kilometer. Also das geht auch, wenn eben die Basis niedrig ist, ist das durchaus eine valide Routenwahl. Auch der Roland Henz hat mal einen Flug gemacht, der ist auf ähnlichem Weg da geflogen. Die sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, genau, vielleicht kann Jan noch mal ein bisschen mehr auch über die Häufigkeit oder über die, die Möglichkeiten da sprechen. Darüber wissen wir ehrlich gesagt wenig, denn es wird wegen dieses großen Fragezeichens, komme ich durch den Salzburger Luftraum oder nicht, leider wirklich selten gemacht. Es wird mit Sicherheit viel seltener gemacht, als es möglich wäre. Ich habe selber, ich glaube, erst zweimal geflogen. Aber so geht es uns wahrscheinlich allen. Es ist, wenn beides geht, fliegen wir die südlichere Route, weil da nicht die Unsicherheit mit Freigabe ist. Aber ich denke, es ist eine Route, die vor allem im frühen Frühjahr gut gehen kann und nach einem Luftmassenwechsel. Weil nach einem Luftmassenwechsel haben wir, so wie ja auch an dem Tag von Matthias, inneralpin noch Restfeuchtigkeit liegen, die da die Basis tief macht. Außerdem sind inneralpin die Berge höher. Und am Alpenrand habe ich eine etwas höhere Basis, weil es schon die trockenere nach der Front schon da ist. Und ich habe niedrigere Berge. Also frühes Frühjahr oder gleich nach dem Luftmassenwechsel. Cool. Gerade dieser Faktor, dass die Berge da niedriger sind. Und wunderschön landschaftlich, nur leider viel zu selten geflogen. Ja, ja. Aber eben gerade die niedrigeren Berge, ist halt, du hast halt mehr Luft unter den Flächen und kannst halt mehr machen. Ja, genau. Eine Route, wo du halt schon relativ schnell ins hohe Gelände kommst. Wobei mir wurde jetzt nach der letzten Session wurde mir die Frage gestellt, warum wir uns durch dieses Gepiff nach Osten quälen und nicht nach Westen abfliegen. Und das ist auch genau das ist der Grund. Beziehungsweise man muss vielleicht andersrum anfangen. Als ich so in den Streckenflug Windeln war, war die ganz klare Vorgabe in Königsdorf, man fliegt nach Westen ab und kommt von Osten heim. Und die Begründung dafür war ganz klar, das Wetter wandert von West nach Ost, sprich, also wenn schlechtes Wetter abzieht, dann zieht es nach Osten ab. Macht es keinen Sinn, wenn ich erst nach Osten fliege. Also fliege ich erst nach Westen, dann kann es nach Osten weiter abziehen und am Nachmittag ist es weg. Beziehungsweise das nächste schlechte Wetter kommt ja wieder vom Westen. Also fliege ich doch erst nach Westen, weil wenn ich am Nachmittag hinfliege, kommt die nächste Abschirmung. Macht Sinn. An dieser Grundstrategie ist sicherlich alles richtig und das gilt heute auch noch. Das Problem an der Geschichte ist, man stößt irgendwann mal an die Möglichkeiten, früher zu starten, weil irgendwann schafft man es eben, dass man im Engadin ankommt und da ist die Thermik beginnt noch gar nicht begonnen in den hohen Bergen. Und auf dieser Ostweg, da fliegt man eben bis zum Grimming, das sind vom Königsdorf ungefähr 200 Kilometer, im relativ niedrigen Gelände und da kannst du dich eben relativ früh vorarbeiten. Egal jetzt, ob auf dieser Route oder ein südlicher, die Berge sind deutlich niedriger, als wenn man nach Westen fliegt, weil man dann sofort eben in den hohen Karwendel, Wetterstein und Engadin ist. Ja, das ist der Grund, warum wir das, ich weiß gar nicht, glaube ich 2003 umgedreht haben, einfach mal probiert haben, ob man nicht auch andersrum fliegen kann. Und damals haben wir einfach Glück gehabt, das war das super Hammerjahr. Und in dem ersten Jahr sind 4.900er von Königsdorf ausgeflogen. Da haben wir einfach Dusel gehabt und seitdem wird das eigentlich konsequent so gemacht. Aber der Nachteil ist ja, du fliegst den ganzen Tag gegen die Sonne. Ja? Das ist halt der einzige große so jetzt Nachteil von der Anstrengung her, oder? Ja, es gibt da so gewisse Hersteller, man darf ja bei YouTube keinen Namen nennen, aber es gibt Schutzgläser, die durchaus dagegen helfen. Nein, aber ich meine so von... Du hast natürlich vollkommen recht. Stimmt, hast du hundertprozentig recht. Wenn ich vielleicht
starten wir den Flug und beim Grimming bleiben wir stehen und dann würde ich noch was von der Welle erzählen und dann los mich, glaube ich, oder? So, machen wir es jetzt weiter, genau. Und zwar, jetzt gehen wir wieder zurück auf die von uns gerade im Detail besprochene Route, nämlich vom Wilden Kaiser aus, dann über die Steinberge, Hochkönig, Dachstein, Grimming. Und wir wollen euch das jetzt nochmal anhand von diesem Flug in 3D darstellen. Das ist mit einer LS1F geflogen, also es ist realistischer Gleitwinkel für alle erreichbar und alles. Und wir beginnen jetzt hier, wo ich jetzt gerade noch bin, von Kufstein aus fliegen wir im Wilden Kaiser an. Relativ niedrig, also wir kommen so in 1800 am Kaiser an. Das ist gut und gerne 300 Meter unter Grad oder 250 Meter unter Grad. Und das schauen wir uns jetzt in 3D an. Ihr könnt es hoffentlich sehen. Jetzt ist nochmal zur Orientierung. Das ist der Inn. Wir gucken jetzt gerade über Kufstein nach Westen. Also im Hintergrund wäre Innsbruck. Und mal kurz schauen, wo wir herkommen. Hinter uns jetzt nach Westen, da liegen eben hier der Wendelstein und das Mangfallgebirge, die Bayerischen Alpen. Hier von Norden kommt der Inn eben rein. Man sieht hier jetzt genau den zahmen Kaiser, ja, wo der Inn eben den Knick macht und von Norden her auch am Abend oder Nachmittag der Wind hier reinströmen kann und gegen den zahmen Kaiser prallt. Das machen wir jetzt nicht, weil es ist nämlich erst 11 Uhr vormittags oder sagen wir mal 12 Uhr mittags. Jenny, gleich eine Frage an dich. Bist du jemals in der Früh schon an dem zahmen Kaiser geflogen? Ja, manchmal mangels Alternative, weil man den Wilden nicht erreicht hat, so wie ähnlich wie du es jetzt auch erzählt hast vorhin. Aber da war es oftmals so, dass man im zahmen Kaiser nur eben, ich zeige es auf der Karte mal noch hier, verwendet haben, weil die Talquerung eben zum zahmen Kaiser deutlich kürzer ist, als hier oben die Talquerung hier rein direkt zum Rechenberg und so. Deswegen habe ich oft den noch als Bande verwendet, um sozusagen da abzuprallen und mich dann hier über den Walchsee Richtung Kössenwald. Aber bei dir funktioniert schon mal vernünftig? Ich habe dann am Vormittag oftmals die Höhe gehalten im Nordhang, weil halt so 10 km/h Nordwind vielleicht locker schon da gewesen sind, aber einen guten Bart habe ich dann eigentlich erst wieder auf der anderen Talseite bei Kössen hier gezogen. Aber trotzdem. Du bist auch gleich in der Früh schon auf die Nordseite geflogen. Du bist also nicht auf die Sonnenseite geflogen? Nee, das Problem ist, man sieht es jetzt hier, dieses Tal hier rein zwischen Zahmen und Wilden Kaiser. Wenn man eh schon relativ niedrig ist, dann ist es unangenehm, weil das Tal eben sehr so V-mäßig sehr hoch ansteigt. Ich bin also dann nicht in diese Scharte reingeflogen. Ich weiß nicht, ob das manche schon machen oder gemacht haben. Ich wollte dich fragen, weil ich glaube, ich habe das zweimal gemacht und bin dann auch wieder zurückgeflogen, weil du halt dann, du kannst nicht durchfliegen, weil du kommst hinten über den Pass da nicht drüber. Ne? Ja, also es ist nicht so toll. Es ist, man kann immer sinnvoll, und das zeige ich jetzt natürlich in 3D auch, dass man eben, wenn man in der verantwortbaren Höhe ankommt, eben wirklich an den Wilden Kaiser auf die Südseite zu fliegen, wo am Vormittag oder Mittag eben die Sonne schon schön steht. Wir sind jetzt hier so in 1900. Genau hier vorne, da muss man definitiv über diesen Grad. Das ist das Entscheidende. Das ist hier. Wenn man da drüber ankommt, ist man eigentlich schon mal gut im Rennen. Oftmals ist es sogar so, dass man, bevor man hier tief unter den Grad weiterfliegen muss, dass man am Westende vom Kaiser hier schon mal ein bisschen ein paar Kreise drehen kann und sich schon fast auf Gradhöhe machen kann. Der beste Bart wird hier am Anfang nicht stehen, aber zumindest mal mit einem Meter, dass man auf 2000 kommt oder so, das ist oftmals so. Und dann ist man eben auf Gradhöhe. Und sobald man beim Kaiser auf Augenhöhe ist, kann man eben ohne Probleme nach Osten auch weiter an diesem Hang entlang fliegen. Zur Info, wenn wir am Abend oft vom Westen kommen, also jetzt zur Standardroute Arlberg, dann kann es oft sein, dass man da am Kaiser am Eck ganz vorne beim See, ich weiß nicht, wie heißt der See? Wintersteiner See. Ja, da kommt man oft so aus 300 Meter über Grund ganz verlässlich wieder weg, also dort an dem Hang da unten. Aber nicht mehr am sehr späten Nachmittag, also ich würde sagen so vielleicht 16.30 Uhr, ja. 17 Uhr habe ich auf der Liste der Kaiser schon dann zusammenbricht und mal weiter südlich eben dann fliegen muss. Cool. Genau, also ich bin am Kaiser auch schon in 1400 angekommen. Ich glaube, 1300 ist mein Rekord. Aber das ist jetzt hier eben normale 1800, sage ich mal. Das sieht man ganz gut. Ich mache es uns da ein bisschen langsamer noch, dass man schön sieht. Eben Kaiser auf die Südseite jetzt gesprungen. Sehr schroff, sehr steil, aber nicht einschüchtern lassen. Schön mit viel Fahrt am Hang kann man also wunderbar fliegen und dann auch ein paar Achter. Man sieht, das ist jetzt noch nicht so gut gewesen. Die erste Acht ist misslungen. Jetzt sind wir aber immerhin wieder ein bisschen, ja, wir steigen schon. Genau, dann kommt in der Mitte vom Kaiser, kommt eben hier der Elmauer Halt. Da ist so ein Zinken, der nach Süden eben raus ist, so ein richtiger Block. Und wenn man nicht hoch genug ist, um oben drüber zu springen, muss man eben natürlich hier außen rum. Aber der geht oftmals auch rundum irgendwo ganz gut. Und manchmal steht dann der Bart entweder ein bisschen davor oder ein bisschen danach. Jetzt in dem Fall eher ein bisschen
davor. Ihr seht schon, ich halte meine Höhe, mehr nicht. Ja? Also der Kaiser ist vormittags, er geht schon normalerweise, aber er ist jetzt nicht immer der, wo man wirklich sehr, sehr hoch kommt oder was sehr, sehr gut ist. Oftmals reicht es nur, dass man am Kaiser eben so mehr oder weniger seine Höhe für 15, 20 Kilometer weit halten kann. Und das reicht ja auch schon. Jetzt habe ich hier ein Bad gezogen. Und ja, je nachdem, wie hoch man kommt, bereitet man natürlich dann vor, dass man auf den Kirchbergstock, eben auf den Wallerberg oder Kirchberg fliegt, was wir als nächstes besprochen haben. Jetzt ist auch schon hier im Tal zu sehen, der Flugplatz St. Johann in Tirol. Ist natürlich einwandfrei, weil man den jetzt lange Zeit als sichere Option zum Landen hat. Aber wenn man so hoch kommt wie jetzt, ihr seht, ich bin jetzt auf 2,5, 2,6 gekommen. Kein Problem, dann geht es weiter. Also ich fliege auch oftmals am Kaiser nach Osten weiter ab in 2,2 oder 2,3 gezwungenermaßen, weil ich halt nicht höher komme. Und dann wird es natürlich hier am Kirchbergstock entscheidend, dass man da dann trifft, weil man nicht viele Optionen hat. Genau. Kirchbergstock, sehr angenehm, haben wir besprochen, weil der nicht höher als 1600 ungefähr ist, also deutlich niedriger als der Kaiser. Heißt also, auch wenn der Kaiser gar nicht so gut gegangen ist und man nicht hochgekommen ist, wird man am Kirchbergstock nicht weit unter Grad ankommen. Und oftmals auch sogar wirklich, wie ich jetzt noch ganz, ganz komfortabel eben über Grad. Was du, glaube ich, sehr gut sieht, ist, wenn du mal ganz kurz anhältst, Benni, bitte. Ja. Rechts ist dieser Ausläufer, das ist der Wallerberg. Und ich glaube, du fliegst jetzt links an diesem Hügelchen hin, ne? Ich glaube, ich fliege hier an den tatsächlichen Kirchberg, genau. Das ist ja auch genau. Der Hügel. Da geht es eben darum, dass man da hinten, ich meine, du bist ja jetzt wirklich richtig schön hoch, so hoch, glaube ich, komme ich da nie an, dass man da eben über diese Allen da drüber kommt, dass man da hinten reinfliegen kann. Das ist das, was ich vorhin mal da eben angesprochen hatte. Kurze Zwischenfrage, wie schaut es jetzt zeitlich aus? Wie spät ist es da jetzt genau? Es ist jetzt so 12:30, glaube ich, ungefähr. Was? Okay. So spät schon? Na, das ist 10.50 Uhr bis 11.30 Uhr, je nachdem, wann du startest. Okay, ja. Ja, für dich schon, aber es ist die Frage jetzt gerade, wie spät es in diesem Flug ist, glaube ich. Und ach so, okay, ja, 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 sorry, ich dachte, das ist so unsere normale Abflugzeit. Ja, ja. Also ihr seid da 10.30 ungefähr, oder? Wenn ja, 10.30, nicht 10.50 bis 11.30. Ja, ich sage, ja genau, 11 bis 11.30 ist eigentlich plausibel, dass okay. Man kommt, je nachdem. Genau, so, jetzt haben wir den Kirchbergstock eben verlassen. Ich habe am Kirchberg ein paar Kreise gemacht, habt ihr gesehen, und fliege jetzt die Loferer Steinberge an. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ihr seht jetzt hier die zwei Blöcke Loferer und Leoganger Steinberge. Und dazwischen eben das militärische Sperrgebiet. Also muss man ein bisschen Obacht geben. Ich mache wieder ein bisschen schneller, genau 12-mal, 13-mal. Ich bin ein bisschen unter Grad, aber nicht viel. Und man sieht, man kommt gut voran. Der Hang ist angenehm zu fliegen, weil er schön steil ist. Irgendwo steht auch der Bart. Oftmals wirklich am Ostende, wie hier jetzt, kann man ein paar Acht machen, ein paar Kreise auch. Das ist alles relativ schön. Genau. Mach noch ein bisschen schneller. So, jetzt mache ich was relativ ungewöhnlich ist. Ah ja, ich kurbel nochmal genau davor. Das ist nicht ungewöhnlich, das macht man. Und zwar oft würde man ja jetzt weiterfliegen direkt ans Steinerne Meer nach Osten. Aber was ich mache, ist, ich fliege erst einmal noch ein bisschen nach Süden und quere auf die Südseite von den Leoganger Steinbergen. Ich bin jetzt ziemlich knapp um dieses militärische Sperrgebiet, was hier so liegt, außenrum geflogen. Und ihr seht, da war halt eine gute Wolke gestanden. Das hat sich 100% gelohnt, weil ich jetzt eben auf 2,8 gekommen bin, was sehr, sehr... Direkt vom Birnhorn sozusagen. Genau, das ist das. Genau, das war am Birnhorn. Dachte ich, das ist ein Leoganger? Genau. So, hier ist jetzt auch Saalfelden zu sehen. Ich habe kurz angehalten hier. Ich schaue jetzt nach Süden von unserem Aus. Man sieht jetzt im Hintergrund den Alpenhauptkamm. Der See hier, das ist der See von Zell am See, also der Zeller See. Und die Stadt davor ist Saalfelden. Und ihr seht schon, dieser Talkessel von Saalfelden, sehr gut landbar, auch wenn man tief ist, unproblematisch. Wenn man sich ein bisschen auskennt und sich einmal, zweimal angeschaut hat, kann man dort gute Landemöglichkeiten finden. Wir fliegen weiter nach Landewiesen. Es gibt eine ganz neue Landewiese auf dem Mars. Wir haben ja heute ein bisschen Konkurrenz, aber für alle, die es wissen wollen, die sind erfolgreich gelandet. Perseverance ist erfolgreich gelandet, genau. Ich habe es vorhin auch kurz gesehen. Schade, hat sich bestimmt ein bisschen überschnitten mit den Zuschauern, die jetzt hier sind. Die haben viele, haben sich entscheiden müssen, was sie anschauen. Danke an alle, die bei uns geblieben sind. Ich werde mir auch gleich nachher noch die Marslandung anschauen.
So, also wir sind eingestiegen ins Steinerne Meer aus bequemer Höhe, so 2,7, 2,8 sind wir gewesen. Das ist nicht immer, also oft sind wir auch untergrad an der Stelle, aber es ist gut. Schön ist jetzt, das ist exakt die Stelle, wisst ihr noch, wo der Simon gesagt hat, an der Ecke vorn. Da geht. Also normalerweise ist es vielleicht eher hier, so vielleicht 500 Meter weiter, weiter westlich, aber ihr seht hier, die Eckberge sind es oftmals, die richtig, richtig gut gehen. Genau, und man sieht, das Gelände wird immer höher nach Osten. Jetzt kommt vom Steinernen Meer aus eben dann der Hochkönig, der noch mal höher ist. Der ist also über 3000 Meter hoch. Und weiter. Strategisch immer das Gleiche. Also einfach über oder vor den Kalkwänden, je nach Wolken, auch ein bisschen aufpassen mit Nordwind, wenn welcher ist. Hier ist der Gipfel vom Hochkönig, da ist das Matrashaus. Ist alles sehr, sehr schön und sehr gut zu fliegen. Jetzt fliegen wir über Bischofshofen dann drüber. Da ist das Salzach, die Salzach, die hier rausgeht. Nördlich eben dann Salzburg. Da ist noch ganz kurz zu diesem Vorhügel darunter zeigen, dass man den nochmal sieht. Den wir vorhin mit den Liften. Genau, also das ist hier der mit dem Lift. Zwei Lifte hat jemand geschrieben. Ich glaube, ja, das stimmt auch. Ja, also der hier, wenn man tief ist, super Adresse. Und hier der Atombunker, ja, auch noch. Ja, der Atombunker ist noch ein bisschen weiter südlich. Also dieser der Pyramide da hinten, das ist dort. Noch weiter südlich. Das ist der, oder? Als der. Ja, genau, da vorne. Ein bisschen weiter rechts noch, Benni. Dort diese Pyramide, dort ist das hier in Österreich sozusagen. Ah ja, okay. Nein, genau. Wirklich vorher noch. Also. Ja, genau, jetzt bist du mit der Maus dort. Jetzt warst du dort. Ach so, alles klar. Also ist das der hier, oder? Ja, genau. Ja, jetzt hab ich es verstanden. Okay. Also, wer mal in den Atombunker möchte, sollte hier. Cool, wir fliegen weiter. Das genau. Wird jetzt österreichische Staatsgeheimnisse der Verrat. Also keinem, bitte keinem weitererzählen. Ja. Jetzt haben wir zwei Städte hier noch wichtig. Das ist Bischofshofen und weiter südlich ist St. Johann im Pungau. Da ist diese 50-Schilling-Wiese, die ist so circa hier, glaube ich, wenn ich es gerade richtig zeige. Und auch in Bischofshofen gibt es Landemöglichkeiten. Also relativ entspannt alles. Wir fliegen weiter in Richtung Osten. Genau. Bischling jetzt, oder? Genau, jetzt gehen wir erstmal an Bischling. Weiter nördlich sieht man das Tennengebirge, das ich nicht anfliege. Das ist, wie gesagt, auch oft dem Bischling ein bisschen unterlegen, weil der Bischling gerade so strategisch gut steht, dass er auch von allen Seiten her Luft bekommt und also Thermik wunderbar entwickeln kann. Das sind, wie gesagt, die Gleitschirme, wie der Simon gesagt hat, kann man ein bisschen, muss man Ausschau halten natürlich. Aber ihr seht auch, der geht überragend gut mit 4 Metern hier in dem Fall. Das ist keine Gleitschirme. Wo sind da welche? Sind doch überhaupt keine da, Benni. Ja, in dem Fall, genau, die sieht man jetzt, die sind jetzt nicht da gewesen, aber meistens sind die da. Genau, jetzt sieht man, ich halte mal kurz an, südlich von uns, wo ich jetzt nicht hingeflogen bin, hier das Hochgründeck, relativ unscheinbar, aber der Simon hat schon gesagt, trotzdem super wichtige Adresse, in der Talmitte eigentlich stehend und hier der Rossbrand. Also Hochgründeck und Rossbrand haben so ein bisschen einen ähnlichen Charakter wie Tschirgant und Fenet oder Fenet im im Inntal, ja, weil sie so in dem Tal mittendrin stehen und deswegen also wunderbar von allen Seiten her mit Luft versorgt werden und deswegen sehr, sehr gut eben ihre Thermik auch unterhalten können. Genau. Und dann geht es schon weiter Richtung Dachstein, oder? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt über den fliege oder über den Dachstein, aber ich glaube, ich fliege erst in Rock. Vielleicht da gerade noch ein... Ja? Jan? In der Gegend keine Angst vor tiefer Basis. Wir fliegen nach Osten, also in fallendes Gelände. Die mittlere Hanghöhe geht nach Osten, wird nach Osten immer geringer. Die mittlere Talhöhe wird nach Osten immer geringer. Und wir haben diese niedrigen, unscheinbaren, aber trotzdem sehr, sehr thermikstarken grünen Waldhügel, Hochgründeck, also Atombunker, Hochgründeck, Rossbrand, Rittis, Dings und so weiter. So dass man das auch fliegen kann bei erstaunlich niedriger Basis. Genau, erstaunlich heißt 2000 Meter Basis, ja. Ja. Genau. Also geht. Heute ist natürlich ja. An dem deutlich schöner. Genau. Und die steigt ja auch an im Tagesverlauf. Also keine Angst, wenn man dahin fliegt, man kommt auch wieder zurück, aber halt jetzt nicht sofort, sondern erst in 3-4 Stunden, wenn die Basis angestiegen ist. Genau, also Rossbrand habe ich so ein bisschen rechts liegen lassen, fliege jetzt an den Dachstein ran. Man kann sich den Dachstein jetzt nochmal ein bisschen anschauen hier in 3D.
ich fliege jetzt auch nicht an den Haupthang, also den großen hier, weil der Simon hat es ja auch schon erzählt, das ist nicht da, wo eigentlich die Musik spielt, aber wichtig hier die Seilbahn. Man sieht jetzt genau, hier ist die Bergstation, wo die Maus ist, glaube ich, oder Simon? Ja, und genau, ja. Ja, genau da ist die Bergstation und da geht das Seil hier eben runter und das ist wahnsinnig hoch über Grund. Es ist gut gekennzeichnet, aber wer es trotzdem nicht kennt, das ist schon gefährlich. Ja? Also bitte aufpassen. Ich fliege jetzt nicht ans Seil, sondern ich fliege erst einmal ein bisschen über diesen Vorhügeln, wo der Simon schon auch gut erzählt hat, dass es oft eine sehr gute Adresse ist, vor dem Dachstein hier. Genau. Erst oder direkt ist die Scheichenspitze, also direkt genau. Da links jetzt, vor deiner Fläche, da steht immer der Megaburner. Eichenspitze und genau. Genau, da wo du jetzt kurbelst, das ist die sogenannte Hufeisenwand und da steht auch immer ein Megaburner. Also Megaburner in deinem Fall jetzt nicht so, aber du kurbelst. Das ist ein gutes Zeichen. 2-3 Meter geht ja auf jeden Fall. Genau. Was noch was ist, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben bis jetzt eigentlich, und das sollte man noch kurz zum Schluss erwähnen, ist hier vom Dachstein aus, dass der Dachstein eigentlich keine richtige Nordwand hat, sondern nach Norden hin ganz, ganz flach in einem riesigen Hochplateau eben abflacht. Das ist ganz interessant. Und erst dann ganz so vielleicht 7-8 Kilometer weiter nördlich fällt es dann eben deutlich runter nach Norden hin. Aber der Dachstein ist eben oben ein wahnsinniges Plateau. Das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Genau. Und dann geht es eben weiter, gleich über einen Stoder. Oder Stoder heißt der, gell, Simon? Stoder Zinken heißt er eigentlich Stoder wirklich. Zinken, genau. Stoder Zinken, aber wir sagen immer Stoder. Und der kommt da vorne jetzt, dieser Mugel, den du jetzt gleich zufliegst, jetzt zu deiner Linken. Genau, ist hier. Der ein bisschen weit draußen. Ja. Und ich weiß, da waren irgendwie wohl Wolken, deswegen bin ich so weit. Ich bin hier auch in 3000 Meter, also es ist wahnsinnig. Jetzt gut zu sehen, schon mal Flugplatz Niederöblan hier im Tal unten und Eigen kommt dann gleich noch im Hintergrund. Wir fliegen jetzt noch bis zum Grilling weiter und dann machen wir an der Stelle Schluss, weil wir haben auch, glaube ich, die Zeit jetzt schon wieder ganz gut ausgefüllt. 10.30 Uhr wollten wir ja ungefähr fertig sein. Und deswegen kommt jetzt ganz kurz die Grillingwelle des Tals. Genau. Ja, machen wir gleich noch. Da gehen wir jetzt dazu über und zwar, wir sind jetzt am Grilling angekommen. Also den kann man jetzt auch, kann auch thermisch anfliegen natürlich. Vielleicht tue ich es auch. Wir warten jetzt mal noch kurz, ob ich da sogar vielleicht einen Bart bekomme. Du hast ja ganz eine witzige Linie da geflogen jetzt drunter eigentlich. Ja, ja, das weiß ich gerade auch nicht mehr so genau, was ich da gemacht habe, aber da waren wohl... Weit draußen, ne? Bar dazu sagen, ja. Ja, ja, ich bin unüblich weit draußen geflogen. Also man würde oft natürlich oft wirklich über den Felsen fliegen oder an den Felsen und nicht so 500 Meter versetzt, wie ich es gemacht habe. Da waren wohl Wolken oder ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Es war auch ein Tag mit ordentlich Nordwind drin und vielleicht war es auch deswegen, dass ich ein bisschen versetzt geflogen bin. Man sieht jetzt nochmal schön Flugplatz Niederöblan. Und wenn wir es umdrehen, dann sehen wir, wo der Simon zu Hause ist, nämlich am Flugplatz Eigen. Der ist hier dieser Grasstreifen, der im Tal liegt. Ja, sieht man hier, oder? Simon, stimmt doch. Ja, genau. Also vorne bei diesem grünen Mugel da mitten im Tal, der nennt sich der Kulm und da gleich daneben ist der Flugplatz Eigen. Und hier ist der Flugplatz Eigen, genau. Ja, Simon, und der Grimming ist ja für euch auch ein ganz wichtiger Berg, weil ihr seht den immer von zu Hause aus und der ist euer zentrales Blickelement. Du hast noch ein paar Bilder zum Zeigen, glaube ich, und da bist du was zu erzählen. Der Grimming birgt nämlich eigentlich ein kleines Geheimnis, also geheimnisvoll schaut er auf jeden Fall aus, aber, und das ist das wirklich Tolle am Grimming, wir haben wirklich eine der verlässlichsten Wellen im gesamten Alpenraum. Ja? Und es ist die Grimmingwelle. Und die Grimmingwelle wurde eigentlich schon in den 50er Jahren das erste Mal erflogen mit Grunau-Babys. Und das Witzige an der Grimmingwelle ist, dass sie bei sehr niedriger Windgeschwindigkeit Nordwest- oder Nordwelle anfängt zu gehen und sehr einfach und leicht den Einstieg zu finden ist. Ja. Also bei so einem Tag, wo der Benni jetzt geflogen ist, da wird wahrscheinlich so 10, 15 km Nordwind gewesen sein. Da kann es schon sein, dass die Grimmingwelle geht und funktioniert und teilweise erst wirklich sehr hoch geht. Ich habe ein paar Flüge zusammengefasst von mir, ein paar Höhenflüge, weil eben ja das oft sehr noch so, keine Ahnung, bei Lokalflügen natürlich auch nutzen. Es aber auch bei thermischen Tagen, wo wir eine Nord- oder Nordwestlage haben, wir eine sehr super Wellensituation da am Grimming haben. Warum? Weil eben durch dieses Tal da in Mitterndorf oder Badersee
der Nordwestwind anfängt zum Kanalisieren und sehr schnell Geschwindigkeit aufnimmt, dann direkt auf die Rückseite des Krimmings trifft und dort eine wahnsinnig verlässliche Welle, die sehr, von sehr tief herunter geht, schon weg wirft. Ja. Es gibt mehrere Einstiegspunkte. Also wir von Eigen fliegen dann oft aus der Winde direkt an diesen Hang, an diesen Westhang, nennen wir ihn, wo du wirklich sehr hoch kommst und du kannst dann auch direkt schon fast in die Rotoren einsteigen. Und man kommt da wirklich aus unter 2000 Meter oder so aus 1800 Metern, kommt man da schon direkt in die Welle. Und das ist natürlich für manche ein Thema. Ich war heuer zum Beispiel auf 7000 Meter zusammen mit Guido. Sieht man jetzt dann nachher habe ich ein paar Fotos gemacht, an einem ganz normalen thermischen Tag, wo natürlich ein bisschen mehr Wind war als sonst. Ich war da noch so, herunten waren so um die 15 bis 20 km Nordwest und oben waren dann wirklich fast 90 km auf 7000. Also so Nord-Nordwest-Lagen bieten sich da natürlich an. Mein Plan wäre ja dieser, bei einer Nordföhnlage da irgendwie mal hochzukommen in der Krimmingwelle und die Höhe dann abzufliegen auf die Rennstrecke für den Nordföhn. Ja. Der wurde aber noch nicht von mir durchgeführt, aber es ist ein kleiner Traum von mir, weil das natürlich ein One-Way-Ticket ist. Also da raufkommen ist beim Nordföhn oder beim Nordstautag dann eher nicht. Ja. Aber es ist natürlich spannend, weil da natürlich vielleicht die Möglichkeit, bis weiter nördlich Bozen, Sondre oder runter zu fliegen, natürlich schon für mich ja mal ein Traum wäre, also zum einen aus. Ja. Wie sieht es aus? Also der Einstieg ist relativ einfach, da zwischen Niederöblan und Eigen, bei diesen Vorhügeln. Man kommt da relativ schnell rein, man sieht es eigentlich recht gut, wenn die Welle steht, weil der Krimming eben so ein bisschen Bewölkung oft hat. Und es geht dann eigentlich schon relativ zackig und schnell nach oben. Das war zum Beispiel ein Flug vom Vorjahr, circa auf 4000, man sieht da ins Gesäuse recht gut hinein. Also da sind die Haller Mauern, die kennt man wahrscheinlich auch, oder werden wir nächste Woche davon hören. Und da hinten Gesäuseeingang, ja. Lietzen ist das da unten. Und hier schon ein Bild von ein bisschen höher. Also das da vorne ist der Dachstein, ja. Und da vorne geht es Richtung Königsdorf dann, in die Richtung. Und ihr seht schon, also das ist wirklich ein ganz normaler thermischer Tag. Also wirklich gute, flache Kumulusentwicklung. Da geht es auch richtig gut weiter thermisch. Und man kann aber auch da wirklich einmal in die Welle springen und wirklich hoch hinaufgehen. Ja, da sieht man jetzt den Guido, der wird sich jetzt gleich freuen. Mit seiner ASG, wir haben uns da zufällig getroffen und ich habe ihn dann am Funk erwischt, bin da gerade in die Welle gestolpert und habe dann gesagt, Bruder, bitte nochmal, es geht hinauf und wir haben dann wirklich Freigabe auf 7000 bekommen, was eigentlich relativ selten ist bei uns in Österreich, aber durch Corona natürlich und keinen Flugverkehr war das natürlich möglich. An dem Tag waren oben noch zierende Wölkung, es wäre dann sicher noch weitergegangen, also ich schätze, dass die Welle wirklich noch bis 8000, 9000 gegangen wäre. Aber es war dann wirklich, ich bin dann wirklich fast im Zirrus oben drinnen gewesen und da wollte ich dann immer weiter steigen. Ja. Aber man sieht es da eigentlich ganz gut, der Dachstein, also dieses Dachsteinplateau, das der Benni da vorher erwähnt hat, das ist das da unten, das winzig kleine. Ja. Und da ist eben der Kammspitz und das ist vielleicht für jemanden, der mal wirklich zu der Zeit irgendwie da ist, ein Thema. Und da ist letzte Bild jetzt, ja, da ist eben unser Kulm, unsere Heimat. Der Flugplatz da rechts unten und der Gaming und ja, einer unserer Planix-Sätze da, mit denen der Kurve. Und das war es eigentlich jetzt für heute, von meiner Seite aus. Ja, also ich hoffe, für heuer war es das nicht, weil wir hoffen ja, dass wir demnächst anfangen. Und wenn du den Bildschirm nochmal freigibst, bitte, dann kann ich nämlich wieder meine Werbung so ein bisschen machen, hier so nebenbei. Wir haben die Zeit ein bisschen überzogen, deutlich besser als letzte Woche, aber wie sagte Steve Jobs immer, we have one more thing. Die Woche kommt der Hermann, das wird nur länger werden. Ja, schauen wir mal. We had one more thing und ich glaube gerade das mit der Welle und diese Bilder waren ein wunderschöner Abschluss für die heutige Session. Kleine Sache noch für die Vorankündigung. Nächste Woche, ihr wisst ja, wir haben einen echten Schmankerl mit dem mehrfachen Welt- und Europameister Wolfgang Janowitsch und mit Hermann Trimmel.
Und da geht es auch um mentales Training. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie uns vorweg. Dann können die beiden sich da schon ein bisschen drauf einstellen. Ich sage, schönen Abend noch. Wir schauen uns dann nochmal die Marslandung an. Und ja, bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao. Bleibt gesund. Schönen Abend. Baba.